Ich möchte ganz kurz die Gelegenheit nutzen, Sie natürlich hier in der Druckhalle herzlich zu begrüßen zu unserer spannenden Podiumsdiskussion zum Thema Lehe. Ich möchte die Gelegenheit nutzen, mich kurz vorzustellen. Mein Name ist Nicole Ehlers. Ich bin ganz neu im Unternehmen, genau genommen seit einer Woche hier in Bremerhaven tätig. Ich bin die neue stellvertretende Chefredakteurin der Nordsee-Zeitung und vor allen Dingen zuständig für die Steuerung der digitalen journalistischen oder der journalistischen Themen auf eben die verschiedenen Kanäle, sprich für die Zeitung und für unsere Online-Plattform Nord24. Ich freue mich sehr über diese spannende Aufgabe und vor allen Dingen, dass sie in Bremerhaven ist, weil ich bin gebürtige Bremerhavenerin. Ich bin 26 Jahre nicht in der Stadt gewesen, jetzt zurück. Ich bin in Lehe geboren, rund um die alte Kirche aufgewachsen, sehr glücklich aufgewachsen, auch zur Schule gegangen und freue mich natürlich über dieses Thema hier. Freue mich einfach über die Bestandsaufnahme, die gemacht wurde, und ich hoffe auf eine spannende, sachliche, konstruktive Diskussion, Entschuldigung, auf einen wunderbaren Abend und übergebe an die Frau Breitlauch, die Sie ja sicherlich alle kennen, so lange als Leiterin in der Landkreisredaktion tätig gewesen. Vielen Dank. Ja, jetzt ganz offiziell ein herzliches Willkommen auch von meiner Seite. In welche Zukunft steuert Lehe? Diese Frage stellte die Nordsee-Zeitung in ihrer groß angelegten Serie in den vergangenen Wochen, und die Zukunft von Lehe soll auch heute hier unser Thema sein. Dem größten Stadtteil von Bremerhaven mit seinen knapp 40.000 Einwohnern, mit 7 Ortsteilen, die unterschiedlicher nicht geprägt sein können, mit seinen unterschiedlichen Strukturen und mit seinen Möglichkeiten. Wir werden heute zunächst beginnen mit einer kleinen Vorstellung unserer Referenten. Ich freue mich, dass wir hier zu Gast haben Nils Schnorrenberger als Chef der Bremerhavener Gesellschaft für Stadtentwicklung und Investitionsförderung. Ist genau umgekehrt, aber egal. Den Sprecher der Stadtteilkonferenz Moritz Schmeckies. Dann begrüße ich Brigitte Havelka als Quartiersmeisterin von Lehe. Neben ihr sitzt Rolf Törner, der sich als Haussanierer in Lehe schon einen Namen gemacht hat. Jetzt darf ich den nächsten duzen, denn wir arbeiten schon so lange oder haben sehr lange zusammengearbeitet. Rainer Donsbach, auch ein gebürtiger Lehe, und natürlich, Sie kennen ihn als Redakteur der Nordsee-Zeitung. Neben ihm haben wir einen Gast aus Bremen, und ich freue mich sehr, dass Robert Bücken gekommen ist. Er war sozusagen Ortsbürgermeister im Quartier Ostertor in Bremen und hat 20 Jahre dort gearbeitet, um ein Viertel neu zu entwickeln, was wir heute oftmals genießen. Ja, hin und wieder gehen wir ja auch mal aus Bremerhaven raus mit 300 Einzelhandelsgeschäften, vielen Bars und Bistros, und hin und wieder muss man dort ja auch ins Kino. Ja, und das Thema Sicherheit wird heute sicherlich auch eine Rolle spielen, und wir freuen uns sehr, dass Harry Götzer als Chef unserer Polizei heute Abend hier ebenfalls unser Gast ist. Herzlich willkommen. Herr Schnorrenberger, Sie sind Chef der Stadtentwicklung, und natürlich, muss ich Sie erstmal fragen, was haben Sie denn mit Lehe vor im Kern? Also das wird jetzt kein Vortrag von einer halben Stunde, sondern was ist Kern der Entwicklung, so wie Sie sich das von der BIS vorgestellt haben? Also wir sind ja nicht für Stadtplanung zuständig, sondern für Stadtentwicklung. Davor kommt die Stadtplanung, und wir sehen Lehe als natürlich als Teil von Bremerhaven. Und wenn Bremerhaven wieder auf einen Wachstumspfad kommt, dann hat das auch positive Wirkung auf Lehe. Das ist also der Ansatz. Wir sind aus dem Bereich der Wirtschaftsförderung jetzt nicht unbedingt unterwegs und gucken, wo wir im engeren Kreis von Lehe, wo wir dort Industrieansiedlungen realisieren können. Durch die schöne, umfangreiche Berichterstattung der Nordsee-Zeitung
habe ich auch gelernt, dass also auch die Industrie- und Logistikunternehmen am Grauwallring zu Lehe gehören. Also da haben wir beispielsweise eine Borgward-Ansiedlung vor in Lehe. Aber ich glaube, wenn wir heute über Lehe sprechen oder an Lehe denken, dann denken wir doch eher auf den engeren Kern von Lehe, wo man sich überwiegend mit den Themen Wohnen, Kreativwirtschaft, Dienstleistungen beschäftigt. Und wenn die Frage in die Richtung geht, was habt ihr da vor, dann haben wir da einige Entwicklungsgebiete, beispielsweise das Kistner Quartier, in dem Wohnungsbau, aber auch Einzelhandel und Dienstleistungen entwickelt werden soll. Wir haben als etwas längerfristige, aber auch größere Entwicklung, das ist auch nicht immer alles haarscharf Lehe, das ist manchmal auch Mitte, aber ich denke, wir sollten auch nicht so haarscharf an den Ortsteilgrenzen uns hier entlang hangeln, sonst sind wir nachher wieder in Speckenbüttel und Wedewaden und am Grauwallring und reden über Logistikansiedlung. Aber wenn wir uns den Bereich anschauen zwischen der Alten Bürger und der Barkhausenstraße, also das, wir haben es mal Kaiserquartier genannt oder Entwicklungsgebiet Rudlaufstraße, dann sind das Bereiche, in denen wir gemeinsam mit dem Stadtplanungsamt Planungen anstreben, um dort Brachen wieder zu entwickeln, um Leben, Wohnen, Dienstleistungen, Kultur, Kreativwirtschaft nach Lehe zurückzubringen. Ihnen geht es also in erster Linie um die Wirtschaftsförderung, nicht um Bauplanung, ist klar, dafür haben wir ein Bauamt. Also Aufgaben, wenn ich mir meinen Gesellschaftsvertrag durchlese, dann ist es überwiegend Wirtschaftsförderung. Mhm. Aber wir haben in den letzten Jahren auch selbst gelernt und sind zu der Erkenntnis gekommen, dass man eine Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung nicht alleine nur auf Industrieflächen betrachten kann und realisieren kann, sondern dass das erfolgreich nur passiert, wenn die Stadt auch mitkommt. Also wir haben seit 2005 bis heute ungefähr 8.000 neue Arbeitsplätze in Bremerhaven bekommen, also von 42.000 auf 50.000. Wir haben aber nicht eine gleichgerichtete Entwicklung im Bereich der Einwohnerentwicklung gesehen. Also da haben wir nicht eine gleiche dynamische Entwicklung. Also müssen wir uns die Frage stellen, woran liegt das? Und unsere Arbeit ist nach meiner festen Überzeugung nicht gemacht, wenn wir am Ende des Jahres die Statistik der Arbeitsplatzentwicklung uns anschauen, sondern eine solche positive wirtschaftliche Entwicklung muss sich auch in der Stadt niederschlagen und spürbar sein durch Einwohner und letztendlich auch durch eine positive städtische Entwicklung. Und da gibt es noch Defizite, die gibt es auch in Lehe, die gibt es auch in anderen Stadtteilen und daran müssen wir auch arbeiten. Das ist der Bereich Stadtentwicklung. Auf diese Defizite werden wir gleich detaillierter zu sprechen können. Kommen, Frau Hawalka, Sie sind seit, wenn ich das richtig sehe, etwa 2 Jahre Quartiersmeisterin in Lehe. Was ist Ihnen denn bisher gut gelungen? Also ich glaube, ganz gut gelungen ist es, mich in der Stadt zu vernetzen, in Lehe zu vernetzen und auch in der ganzen Stadt zu vernetzen. Ich habe mir die erste Zeit, vor allen Dingen das erste Jahr, sehr viel damit verbracht, viele Einzelgespräche zu führen, um zu spüren, wie Lehe tickt. Ich bin in sehr vielen verschiedenen Arbeitskreisen hier in der Stadt präsent und habe auch mittlerweile eigene gegründet. Das war mir erstmal so das Wichtigste, um anzukommen und diese Vernetzungsarbeit voranzutreiben. Und das ist ja auch was nie aufhört. Das ist immer bezogen darauf, welche Handlungsschwerpunkte gerade Thema sind. Ich werde gefördert mit dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung und da gibt es Themen wie Arbeit, Wirtschaft, Wohnen, das Image zu verbessern und viel Öffentlichkeitsarbeit natürlich, um auch wahrgenommen zu werden hier und auch Vertrauen aufzubauen. Und das ist eine Bürgerbeteiligung natürlich auch ein ganz wichtiger Aspekt und das ist einfach ein gutes Stück Arbeit, wo ich aber denke, dass wir trotz aller überregionaler schlechter Nachrichten, dass dem das schon lange nicht mehr gerecht wird. Also Sie sagen, die Netzwerkarbeit ist gut gelungen, Sie haben also sich Vertrauen schon verdient gemacht und was klappt gar nicht? Naja, also was gar nicht klappt, kann man so nicht sagen. Ich würde sagen, die größte Herausforderung, das können, glaube ich, viele hier bestätigen, ist, genau an die Menschen sich zu richten, die Menschen mitzunehmen, die in den Häusern leben. Und das ist ja nun mal ein Quartier mit über 90% Eigentumsbestand. Das heißt, da muss man gut zusammenarbeiten, Kooperationen bilden, um an die Menschen zu kommen, für die das, was wir hier in der Stadt tun, ja auch wirklich, da soll es ja auch ankommen. Und an die, das ist ein großes Stück Arbeit, die Bürgerbeteiligung zu ermöglichen und die mitzunehmen auch, weil für die ist es ja letzten Endes gedacht. Okay. Herr Schmecke, Sie sind in Bremerhaven aufgewachsen, haben dann studiert, berufliche Runden gedreht und haben sich dann hier wieder nach Bremerhaven
nicht zurückgetraut, sondern ganz bewusst sind Sie wieder nach Bremerhaven gekommen und haben sich vorgestellt in der Stadtteilkonferenz mit den Worten, die mich sehr beeindruckt haben: In Hamburg und Berlin braucht man mich nicht. Wozu wollen Sie denn Ihre Fähigkeiten hier in Bremerhaven einsetzen? Naja, das geht jetzt erstmal oder ging für mich dabei weniger konkret darum, was kann aus mir selber hier werden oder was fehlt hier. Das war nicht mein Ansatz. Ich habe vor allen Dingen das Gefühl gehabt, dass man hier noch relativ viele Freiräume hat. Also ich habe hier eine Situation vorgefunden, in der ich sehr viel Potenzial erkenne, nicht nur für mich selber, sondern für Leute, die einen ähnlichen Werdegang haben wie ich. Also hier groß geworden sind, weil eine gewisse Liebe zur Stadt und so ein Schuss Lokalpatriotismus schaden eben nicht, wenn man versucht, sich hier eine Existenz aufzubauen. Also mir ging das eben so, dass ich genau diese Situation hier vorgefunden habe. Ich bin hier groß geworden, dann weggegangen, bin, würde ich jetzt einfach mal sagen, ganz gut ausgebildet. Ich habe was zu geben, ich habe aber von dieser Stadt auch viel zu kriegen. Also die Mischung scheint mir hier recht optimal. Also der Zeitpunkt für Leute in meinem Alter, die gut ausgebildet sind und die Stadt mögen, um hierher zurückzukommen und was aufzubauen, den finde ich einfach, das ist genau jetzt. Also noch sind die Chancen da. Hier kann man viel machen. Hier kann man unbedingt viel machen und die Situation, die ich vorgefunden habe, die hat eben dazu geführt, dass relativ schnell auch ganz konkrete Dinge in den Aufbau geraten sind, weil die Partner, mit denen man hier arbeiten kann, sowohl also zivilgesellschaftlich als auch auf städtischer Ebene bei den Behörden, das sind sehr angenehme Kooperationen, die sich auch recht schnell in die Wege leiten lassen. Also der Wille ist ja da, auch hier auf allen Seiten zusammenzuarbeiten. Okay. Was sich dahinter verbirgt, darüber werden wir gleich sprechen. Einer, der schon macht, das ist Robert Turner, der sich als Haussanierer einen Namen gemacht hat. Ich frage Sie, Herr Turner, haben Sie zu viel Geld oder wollen Sie hier viel Geld verdienen? Also erstens habe ich nicht zu viel Geld. Zweitens ist es sicherlich schwierig, hier Geld zu verdienen, aber es ist eine sehr reizvolle Aufgabe. Ich habe mich in das Goetheviertel verliebt, aus dem Grund, weil ich hier eine extrem große Altbausubstanz sehe, die im Endeffekt nur darauf wartet, ich sage das mal, vernünftig saniert zu werden. Und für mich ist es ganz entscheidend, dass wenn Leute Häuser sanieren, egal ob es Investoren sind, so wie ich, oder Leute, die schon ewig in den Häusern wohnen, dass diese auch die Häuser mit möglichst viel Verstand sanieren, damit man so ein Viertel, sage ich mal, nicht kaputt saniert, sondern damit das also eben halt den Charme erhält. Und das macht Ihnen Spaß? Das macht mir Spaß, das macht mir große Freude. Ja. Lieber Rainer, die Serie der Nordsee-Zeitung hat angefangen auch mit einem, ich sag mal, Statement von dir, und darin sagtest du, die Zukunft Bremerhavens entscheidet sich nicht in den Hafenwelten, sondern in Lehe. Was meinst du damit? Davon bin ich fest überzeugt, dass das so ist, und ich glaube, die meisten Leher sehen das genauso. Die Hafenwelten sind toll. Die sind auch zum großen Teil wirklich gut gelungen, und davon ist auch tatsächlich eine Aufbruchstimmung ausgegangen, die allerdings jetzt ein wenig verebbt nach meiner Wahrnehmung. Und uns muss es gelingen, diese Aufbruchstimmung in die Stadtteile zu tragen. Und Lehe schultert praktisch viele Probleme stellvertretend für den Rest der Stadt. Und da müssen die Leute, die hier tätig sind und hier arbeiten, dabei unterstützt werden, um das Viertel wieder nach vorne zu bringen. Also Leute wie Herr Turner zum Beispiel, der sagt, also ich persönlich war anfangs ganz skeptisch, als ich ihn getroffen habe, weil ich gedacht habe, das klingt alles zu gut, das kann ja eigentlich gar nicht da sein, wo der herkommt. Der sagt, ich suche mir das schlimmste Haus aus, was es überhaupt gibt, wo alle sagen, das kann man nur noch abreißen. Wenn mir das gelingt, das hinzukriegen,
dann kann ich auch andere davon überzeugen, Geld zu investieren. Das fand ich einen tollen Ansatz. Und zu Moritz. Moritz ist auch so ein Mensch, der unbedingt unterstützt werden muss, weil er so jung ist, weil er stellvertretend für viele junge Leute ist, die in Lehe was machen wollen. Und weil er zum Beispiel auch sagt, er hat die ersten 3 Monate, als er wieder zurückgekommen ist nach Lehe, nur damit verbracht, seine Altersgenossen davon zu überzeugen, nicht wieder abzuhauen, sondern hier zu bleiben. Und das hat mir sehr imponiert. Ja, danke. Herr Götze, als Polizeichef stehen Sie natürlich für die Sicherheit und ich frage Sie, würden Sie Ihre Enkelkinder alleine durch Lehe laufen lassen? Ja, die Mehrzahl wird sich wahrscheinlich erst im nächsten Jahr ergeben. Also mein Enkelkind im Augenblick im Alter von gerade 8 Jahren würde ich nicht alleine zu dieser Tageszeit durch Lehe schicken, aber selbstverständlich hätte ich keine Bedenken, ihn auch durch Lehe laufen zu lassen, zur Schule oder zu einer Kindertagesstätte. Er wohnt allerdings in Leerheide. Und Sie trauen sich auch nachts alleine durch Lehe? Ja, habe ich schon öfters gemacht, ja. Ja. Es gibt ja immerhin, es gibt ja Kneipenbesitzer, die warnen ihre Gäste davor, abends noch alleine durch Lehe zu gehen. Es gibt allgemeingültige Sicherheitsregeln, die man einhalten sollte, wenn man sich in einer Großstadt bewegt. Ich denke mal, fast egal, wo man sich bewegt, dass man an bestimmten Orten natürlich nicht unbedingt ganz allein ohne Hund durch die Gegend gehen sollte, versteht sich von allein, aber ich halte es für ein ausgesprochen begrenztes Risiko. Es gibt ein Risiko, das gibt es immer, aber ich denke, das ist begrenzt. Dafür leben wir in einer Großstadt. Herr Bücking, Sie kommen aus Bremen und leben ja sowieso in einer Großstadt. Was wissen Sie denn von Lehe? Was haben Sie denn so... Was ist an Ihre Ohren von Lee gedrungen? Er soll da so ein Schmeckis geben und es soll Leute geben, die die Vorstellung haben, das sei die Zukunft von Bremerhaven. Und es soll Leute geben, die entdecken, dass es da Häuser gibt, um die man sich kümmern muss. Außerdem kann man nachts da spazieren gehen. Also das finde ich jetzt erstmal schon eine gute Wissensbasis. Ehrlich gesagt, ich weiß ganz wenig. Wovon ich ein bisschen was verstehe, ist... die Entwicklung eines Stadtteils, der eine witzigerweise eine ähnliche Lage hatte, wie Lehes Viertel war mal sehr runter und es ist in der Nachbarschaft der Innenstadt und es hat auch diese wunderbaren Häuser, die tatsächlich mehr als 100 Jahre schaffen, aber zu dem Zeitpunkt alle so eingeschätzt wurden, der Holzbock ist da drin, das Wasser läuft durchs Dach, der Schornstein ist kaputt, das Wasser steht im Keller, lass mal die Finger davon. Und heute ist es ein sehr, sehr wertvoller Stadtteil in unserer Stadt. Und wie das funktioniert, das wollen wir heute Abend von Ihnen lernen. Aber zunächst die Frage an Herrn Schnarrenberger. Es wird oft davon geredet oder hin und wieder kommt es jedenfalls in die Diskussion. Warum macht man also Problemgebiete, müssen wir ja keinen Hehl draus machen, Goethestraße, Klushof, kein Sanierungsgebiet draus? Naja, es war ja schon mal Sanierungsgebiet. Ich glaube... Das ist ja schiefgelaufen. Genau. Warum? Weil die Nachfrage nicht da war. Und ich glaube, das ist, Herr Törner engagiert sich und investiert nicht, damit hinterher die Häuser leer stehen, sondern damit die Häuser nachgefragt werden und genutzt werden. Und das Ostertor hat sich entwickelt aus verschiedenen Gründen. Also einmal, glaube ich, wenn ich das richtig verfolgt habe, damals war ich noch recht jung, weil man da eine falsche Stadtplanung betrieben hat in Bremen und da eine riesen Tangente durchbauen wollte. Und da haben sich Menschen engagiert und gesagt, wir wollen unseren Stadtteil retten. Das war das eine. Und das andere war, dass ungefähr zeitgleich in Bremen eine Uni gegründet wurde, die heute deutlich über 20.000 Studierende hat. Und damit ist natürlich eine enorme Nachfrage entstanden nach diesem Wohnraum. Und ohne eine Nachfrage nach diesem Wohnraum können wir uns auf den Kopf stellen. Da können wir noch so viel machen. Wenn Leute wegziehen, dann passiert da nichts. Und Lehe ist nach meiner Einschätzung, hat natürlich auch darunter gelitten, vor 30, 40 Jahren, dass damals moderne Wohnformen entwickelt worden sind in Grünhöfe, am Bürgerpark, in Leerheide und die Leute in diese 2- bis 3-Zimmer-Wohnungen mit fließend Wasser und dem modernen Bad gezogen sind, aus den damaligen Altbauten weg. So, und dann kam die wirtschaftliche Depression, ging ja auch 75 los mit den ganzen Gründen, warum wir wirtschaftlich so gelitten haben, fast 40.000 Menschen verloren haben. Und da sind natürlich die Altbauquartiere mit Investitionsstau, haben darunter am meisten gelitten. Und wenn man dort
jetzt wieder eine Entwicklung hinbekommen möchte, dann braucht man, ganz wichtig, Nachfrage. Und wo kommt Nachfrage her? Aus Zuzug. Und den können wir nur hinbekommen, wenn die Menschen hier Arbeit finden, habe ich eben schon mal genannt, die Zahlen. Das scheint in den letzten Jahren zu funktionieren. Und warum ziehen sie hier trotzdem nicht hin oder noch nicht in der gleichen Art und Weise, wie man sich das vorgestellt hat? Weil es dort noch gewisse Defizite gibt. Und dann... Was sind gewisse Defizite? Ausreichend qualitativ hochwertiger Wohnraum oder ist es mehr gediegener Wohnraum? Lie würde das ja bieten. Es gab eine Umfrage der GEWOS, dafür sind die Leute befragt worden aus dem Bereich der Windenergie vor einigen Jahren. Wenn ihr in Bremerhaven dauerhaft Arbeit gefunden habt, welche Konsequenzen zieht ihr daraus für eure Wohnsituation? Die Leute sind befragt worden, wenn sie noch nicht hier in Bremerhaven dauerhaft untergekommen sind, wo sie denn gerne hinziehen wollen, und überwiegend wollten sie in den Landkreis ziehen. Und dann wurde auch gefragt, warum denn nicht nach Bremerhaven, und die Gründe, die genannt worden sind, das waren Gründe der gefühlten Sicherheit. Ich sage ganz bewusst gefühlte Sicherheit. Da gibt es offensichtlich Defizite, da muss man die Menschen auch darüber informieren. Herr Götze hat es eben getan, hat gesagt, man kann durch Lehe laufen, aber viel ist auch, glaube ich, einfach eine Stimmungsmache und ist auch ein, die alte Bürger war über Jahre verrufen. Ich glaube, heute kann man da abends ohne Sorge wieder hingehen. Und das muss auch kommuniziert werden. Stimmungsmache meinen Sie der überregionalen Medien? Oder zumindest, wer macht Stimmung? Zumindest der überregionalen. Man muss auch mal vielleicht gucken, vielleicht auch der regionalen. Also Sanierungsgebiet läuft leicht aus dem Ruder. Oder ich sag mal, es gibt ja den Vorteil, dass man dann Gebäude, wenn man die saniert hat, in 10 Jahren abschreiben kann. Nein, ist ein gutes Instrument. Das wollte ich damit nicht gesagt haben. Also es ist ein Instrument mit gewissen Vorteilen, aber es wird dann nur wirken, wenn man auch die Nachfrage im Blick hat. Also muss sich auch um die Nachfrage kümmern, und die Nachfrage ergibt sich beispielsweise aus einer weiter wachsenden Hochschule, aus einer Konzentration, aus gewissen Gebieten, gewissen Gebäuden auch, von denen eine Strahlwirkung ausgeht. Goethe 45 ist so ein Beispiel, andere Beispiele kann man auch nennen. Also da muss man sich auch konzentrieren und sagen, da geht's los. Da gibt es Initiativen, und die dürfen nicht nur von oben übergestülpt werden, die müssen auch von unten kommen, das funktioniert ja auch, und um diese Gebiete herum muss man sich dann konzentrieren und Nutzungskonzentrationen, auch beispielsweise studentisches Wohnen. Was können Sie dazu beitragen? Kann die BIS dazu beitragen, dass zum Beispiel im Goethe-Quartier oder auch in anderen Bereichen Lies Studentenviertel entstehen? Denn bisher ist es ja so, dass 70% der Studenten eben nicht in Bremerhaven wohnen, sondern pendeln. Ich glaube, es sind mittlerweile schon ein bisschen weniger. Wir können dazu beitragen, indem wir unterstützen, beispielsweise die Stewok, die dort investiert, die versuchen wir zu unterstützen, gerade im Bereich Goethestraße 45. Wir sind mit Investoren im Gespräch, die sich Gedanken machen über studentisches Wohnen. Und da muss man sich dann konzentrieren und das nicht über die ganze Stadt anbieten, sondern sagen, das sollte man tunlichst in der Nähe der Hochschule machen und idealerweise auch so, dass es auch für solche Stadtteile wie Lehe positive Auswirkungen hat. Man hat ja die Möglichkeit, Mittel zu bekommen, Stadtumbau West, aber das ist ja kein Instrument für Privatleute. Da sind ja die Hürden viel zu hoch, oder? Ich kenne jetzt nicht genau die Kriterien für Stadtumbau West, das machen die Kollegen vom Stadtplanungsamt. Aber ich glaube, wenn die öffentlichen Wohnungsbaugesellschaften auf diese Instrumente zurückgreifen, und die Stewok macht es schon, andere machen es auch, das zeigt Wirkung, und das zeigt auch Wirkung in Lehe und in Mitte. Ist ein gutes Instrument. Also ich habe bisher gehört, wenn Häuser saniert worden sind im Goethe-Quartier, dann waren sie auch vermietet. Aber das reicht halt nicht im großen Stil, wenn Sie sagen, es fehlt einfach die Nachfrage nach Wohnraum oder an Menschen, die hier überhaupt wieder nach Bremerhaven ziehen. Ich habe nicht gesagt, dass sie fehlt. Ich habe gesagt, wir sind jetzt in einer Entwicklung, dass die Nachfrage durch wirtschaftliche Entwicklung auch tatsächlich anzieht. Und dass wir das flankieren müssen durch eine wachsende Hochschule. Es gibt die Forderung 5.000 Studierende bis 2020. Das hat wirtschaftsstrukturpolitische Wirkung, hat aber auch Wirkung natürlich für die Stadt und für die Stadtentwicklung. Das ist ganz wichtig, und da jedes Mal, wenn wir in Bremen sind, vergessen wir nicht, dann auch nochmal diese 5.000 fallen zu lassen, solange bis wir da an die Stadtgrenzen abgewiesen werden. Das sind die Themen, die man immer wieder ansprechen muss, denn ohne diese Nachfrage, ich habe nicht gesagt, also wir haben die Nachfrage nicht, aber man darf nicht nur sanieren, man muss auch die Nachfrage im Blick haben. Und die Nachfrage zeigt ja, wenn die Häuser saniert werden, dann werden sie auch nachgefragt. Am augenfälligsten ist das für mich im Bereich der alten Bürger. Jetzt geht es langsam von der alten Bürger Richtung
Richtung Nordosten und das geht Richtung Klushof, Richtung Goethestraße. Das sind Einflüsse von außen, die in, nach Lehe reinrücken und das ist genau die richtige Entwicklung. Dazu noch Kristallationskerne aus Lehe heraus. Wenn wir das hinbekommen und da sieht man die ersten Ansätze, sind wir da auf einem sehr guten Weg. Mhm. Herr Schmeckes, in der Stadtteilkonferenz wird natürlich schon seit langem diskutiert, wie kann man also Lehe voranbringen und was sind im Moment die aktuellen Ideen, die Sie sozusagen bei den Hörnern packen wollen? Naja, die Stadtteilkonferenz ist, ich weiß nicht, ob das allgemein bekannt ist, ist erstmal eine Plattform, die gedacht ist für die Bürgerbeteiligung. Das heißt, da laufen zwangsläufig Vorschläge oder auch Bedenken auf, die meistens mit Bauvorhaben zu tun haben oder mit infrastrukturellen Veränderungen. Und das ist ja auch, also das Stadtplanerische, das zieht sich eben durch all das, was wir so vorhaben. Was möchten Sie dort anstoßen? Naja, ich selber als einer von drei Stadtteilsprechern, Stadtteilsprecherinnen, bin jetzt im Zusammenhang mit der Stadtteilkonferenz erstmal nur dazu da, diese Basis zur Verfügung zu stellen. Wir verhalten uns da als Sprecher, Sprecherinnen neutral. Das ist auch nicht unwichtig. Also das, was da an Themen aufkommt, das Einzige, was wir daraus eben wirklich haben, ist ein relativ gutes Meinungsbild. Die Konferenz ist gut besucht und die Leute sind sehr diskussionsfreudig und man bemerkt eben, dass, und ich würde denken, das ist in Lehe nochmal besonders stark der Fall, die Leute sehr wohl beobachten, was in ihrer Stadt vor sich geht und geplant wird und auch bereit sind, sich daran zu beteiligen. Und das werte ich erstmal als ein sehr positives Signal auch von Seiten der Bevölkerung. Also es wird ja von außen auch oft über Sachen geredet wie Lethargie oder Hoffnungslosigkeit und dergleichen. Und das stelle ich bei meiner Arbeit in der Stadtteilkonferenz fest, ist nicht der Fall. Nein, das Engagement gerade in Lehe ist ja besonders groß und Sie wollen ja auch Lehe nicht als Problemgebiet sehen, sondern als Chancengebiet. Und ich würde mich jetzt dafür interessieren, welche Chancen sehen Sie? Sie persönlich, jetzt müssen Sie nicht für die Stadtteilkonferenz sprechen. Ja, bin von dem Moment an, wo ich nach Bremerhaven zurückgekommen bin, ich muss dazu sagen, ich bin nicht weggegangen, weil es mir hier nicht gefallen hat, sondern weil ich was studieren wollte, was hier nicht möglich war, habe ich den Leerstand, den wir so hatten, eher als, wie gesagt, eine Chance und was Positives empfunden. Also das meinte ich auch damit, als ich gesagt habe, in Berlin und Hamburg brauchen die mich nicht. Also wir müssen das Rad hier nicht neu erfinden. Wir haben diese Gebäude, wir haben Leute, die Pläne haben, die sich auch wirtschaftlich durchaus, aber eben auch in der klassischen Kultur, und das sind ja auch alle Sachen, die eine Stadt lebenswert machen, die sich da verwirklichen wollen, und dieser Raum ist da. Wir müssen jetzt sehen, dass wir zu einer Nutzung finden, die nicht zu weiteren Inselbildungen oder sowas führt, sondern dass wir da alle, die wir in dieser Stadt aktiv sind, Hand in Hand arbeiten und auch mit einer mittel- bis langfristigen Perspektive an diesen Sachen arbeiten. Und die Chance sehe ich hier eben. Ich möchte gerne noch einen Strick weitergehen, konkreter werden. Sie sind ja auch eine Zeit lang in Leipzig gewesen. Ich glaube, in Leipzig ist die Kultur der Wächterhäuser, der sogenannten Wächterhäuser entstanden. Was müssen wir darunter verstehen? Und das wäre doch auch eine tolle Sache für Lehe. Wenn Sie es kurz erklären wollen? Das mache ich natürlich gerne. Also Wächterhäuser sind wir, muss ich dazu sagen, auch im Goethe-Quartier schon in Gesprächen und am Konzepte schreiben und haben Überlegungen und die ersten Schritte eingeleitet. Ein Wächterhaus ist letztlich nichts anderes als eine selbstverwaltete Zwischennutzung, die sowohl für den Eigentümer des Gebäudes als auch für die Leute, denen das zur Nutzung übergeben wird, für einen gewissen Zeitraum große Vorteile hat. Also das führt zu einer Belebung von Stadtteilen. Der Eigentümer hat daraus den Vorteil, dass das Haus eben bewohnt ist, beheizt wird, dass die Rohre nicht einfrieren im Winter. Also es ist für die Bausubstanz einfach gut, wenn Häuser, die leer stehen, wieder in die Nutzung kommen. Und gleichzeitig
sind diese Häuser die perfekten Keimzellen, gerade in Gegenden, die großen Leerstand haben, weil die Klientel, die diese Wächterhäuser interessant findet und die in Nutzung nimmt, sind in der Regel junge, kreative, gut ausgebildete Leute, die eben da ihre Ideen ausprobieren können in einer Umgebung, die ihnen das vor allen Dingen finanziell ermöglicht, die ersten Schritte in die Selbstständigkeit zu machen, weil das ist ja kein Geheimnis, dass in einer Existenzgründung die ersten 2 Jahre kritisch sind, gerade weil Sachen wie Mieten auch für Geschäftsflächen und sowas da eine Rolle spielen. Das umgeht man mit diesen Wächterhauskonzepten. Ja, in Leipzig sind seit 2004 16 Wächterhäuser entstanden. Meistens Existenzgründer zogen unten ein. Es sah erstmal ein bisschen anders aus. Und wenn das Geschäft dann lief, entschlossen sie sich manchmal zumindest auch zu kaufen. Frau Havelka, ich könnte mir vorstellen, dass Sie das ganz toll finden würden, wenn in Lehe schon mehr kleine Läden zu sehen wären, die das Bummeln etwas attraktiver machen und vielleicht für eine größere, Mischkultur sorgen an Besuchern. Ne? Wir haben, glaube ich, 169, habe ich gelesen in der Serie, Kulturen hier vertreten in Lehe, und wenn die aber auch gemischt werden mit gehobenen Läden von Lea Bürgern, dann wäre das schon mal, glaube ich, in Ihrem Sinne, oder? Ich würde gerne noch mal auf das Thema Sanierungsgebiet eingehen, was eng damit zusammenhängt, nämlich mit den Konsequenzen, mit denen wir aus dem letzten Sanierungsgebiet heute immer noch zu kämpfen haben. Das ist die Tatsache, dass in vielen Häusern, dass viele Häuser nicht nur ganz viele verschiedene Eigentümer Wohnungen besitzen, sondern dass ganz viele Eigentümer hier auch gar nicht vor Ort leben. Das heißt, im Süden Deutschland, Niederlande, Belgien, die Stadt hat versucht, mit dem Vorkaufsortsgesetz auch den verwahrlosten Immobilien, vor allen Dingen vornehmlich in Lehe, auch wenn es die im ganzen Stadtgebiet verteilt gibt, aber vornehmlich in Lehe, an diese Häuser zu kommen mit diesem Vorkaufsortsgesetz. Das heißt auch für meine Arbeit, dem vorweggehen muss, immer auch ein Stück weit Leerstandsermittlung. Das heißt, wenn ich Erdgeschossbereiche im Goethe-Quartier oder auch in der Hafenstraße, das wird für mich auf jeden Fall auch 2017 ein großes Thema werden, im Gewerbe Existenzgründern die Möglichkeit zu geben, Zwischennutzung zu ermöglichen, ist das ein hartes Stück Arbeit, was dem vorweggeht. Das heißt, man muss ermitteln, wer ist der Eigentümer, das mache ich natürlich mit Unterstützung und auch mit den Arbeitskreisen Wohnen, Leerstand, mit Stadtplanungsamt und der ESG Lehe. Und das heißt aber auch immer wieder wachsam zum Beispiel dafür zu sorgen, mit dem zukünftigen Kreativhaus, ein Studenten-WG-Haus, entsteht beides mit Unterstützung der STEBOG. Haben Sie das schon geschafft mit Studenten? Bitte? Haben Sie schon Studenten sozusagen einbürgern können in Lehe, um das mal ja, so buschikos ja. auszudrücken? Also ich habe, bevor ich diese Arbeit hier angefangen habe, selber als Lehrbeauftragter an der Hochschule gearbeitet, an 2 Wintersemestern, habe jetzt gerade die neue AStA-Gruppe durchs Quartier geführt, habe mehrere Projekte jetzt schon mit verschiedenen Stadtbereichen, Fachbereichen durchgeführt und auch im Hinblick zum Beispiel darauf, wie wollen Studenten leben. Und ein Student ist ja nicht gleich ein Student. Das heißt, wir haben in Bremerhaven keine Geisteswissenschaften. Das sind Fachbereiche, die sehr betriebswirtschaftlich auf maritime Techniken ausgelegt sind. Und da muss man einfach nochmal genauer hingucken, was brauchen die? Und wissen Sie schon, was sie brauchen? Naja, die haben daraus eine kleine Studie gemacht, die wurde auch veröffentlicht in der TEO im letzten Jahr. Was ist denen besonders wichtig? Dass die alles haben. Dass sie in relativ kurzen Studienzeiten gut ausgestattet sind, ein gutes WLAN, Fahrradkeller, einen Arbeitsraum, möglichst einen Hausmeister, sehr auf leistungsbezogen auch. Das heißt nicht, dass die nicht auch feiern, aber es kommt vor. Bei Geisteswissenschaftlern, die hätten sich wahrscheinlich schon das Goethe-Quartier zu eigen gemacht und besetzt. Und, möglichst kein Hausmeister gewünscht. Okay. Genau. Ja, aber nein, aber
da kommen wir immer wieder auf das Thema Vernetzung zurück. Das liegt mir natürlich sehr am Herzen und auch diese Angebote zu schaffen. Ich sag mal ein Beispiel, im Quartier gibt es einen Ort, da haben wir auch mit viel Recherchen im Vorfeld, haben wir einen Eigentümer ausfindig gemacht für eine leerstehende Kneipe, die seit vielen Jahren leer steht. Wir haben diese Räume jetzt schon 2-3 Mal geöffnet. Es gibt jetzt aktuell einen kleinen Kreis von jungen Leuten, die das gerne als Zwischennutzung geöffnet haben möchten. Da wird jetzt gehandelt um die Miete, möglichst wenig natürlich. Und das ist genau mit dem Hauseigentümer verhandeln Sie jetzt um die Miete. Mit den Eigentümern. Mhm. Und dadurch, dass das schon länger leer steht, hat man dann natürlich gute Chancen. Mhm. Aber das ist, und das, diese Eckkneipe ist in der Straße, wo das Studenten-WG-Haus in Zukunft stehen wird. Ja. Und die große Hoffnung ist natürlich bei allem, was wir in den Blick nehmen, was entwickelt sich daraus? Entwickelt sich daraus eine Studentenkulturkneipe? Also das ist genau. Also neben mir sitzt der Wirtschaftsförderer. Kann der da nicht helfen? Nein, so kleine Kneipen, also sie begeben doch auch Existenzgründung. Wir könnten also jetzt ganz formal wieder, wenn Unternehmen sich gründen, wenn wir Existenzgründe haben, dann können wir die natürlich unterstützen. Mit Darlehen, mit Zuschüssen, mit diesen ganzen Geschichten. Und das gilt auch für Menschen, die sich im Dienstleistungsbereich selbstständig machen wollen, eine Kneipe eröffnen das wollen. Das kann und so sogar weiter. Ein Nagelstudio sein. Ja. Na, vielleicht hat das jetzt schon mal geklappt, damit wir da schon mal ein Bier trinken können. Okay, Rainer, du. Ja, zum Thema Studentenwohnen würde ich noch gerne was ergänzen. Ja. Die Stewog ist ja gerade dabei, ein Haus in der Heinrichstraße, was wohl wahrscheinlich leider nicht mehr saniert werden kann, neu zu errichten für studentisches Wohnen. Die haben vorher an der Uni den AStA und Studenten befragt, wie wollt ihr eigentlich wohnen, was können wir machen? Die bauen denen dort ein Haus, in das Studenten dann einziehen. Und Sigurd Lück hier ist, habe ich auch gesehen vorhin, der Stewog-Geschäftsführer, der ist auch hier. Vielleicht hat er Lust, auch daher nachher noch was dazu zu sagen. Mit Hausmeister, Herr Lücke, ja, mit Hausmeister. Wie viel, Herr Lücke, sagen Sie mal, wie viele Studenten werden da einziehen? Steht das schon fest? Und wie gesagt, mit oder ohne Hausmeister? Das ist eine Scherzfrage. Okay. Mit Hausmeister. 25. Okay. Das sind aber nicht die ersten. Wie viele wohnen denn insgesamt jetzt schon mal so, zum Beispiel im Goethe-Quartier oder Klushof? Weiß das jemand? Ich kann keine genauen Zahlen sagen, aber ich bin erstaunt darüber, wie viele schon im Quartier wohnen. Also es werden immer, auch bei der neuen AStA, die sich mir vorgestellt hat, die wohnen in einer großen WG in einem Privathaus am Leer Tor. Gegenüber direkt der Quartiersmeisterei ist ein junger Mann, der studiert und schon bei der Fahrrad-Selbsthilfewerkstatt mitmacht. Und bei unserem Straßenpicknick, was wir in der Goethestraße gemacht haben, kamen auch junge Studenten, die gesagt haben, wir möchten mitmachen. Also es gibt schon Interesse auch. Ja, die zählen Sie auch nicht nur an einer Hand ab, sondern schon an zweien, oder? Naja, also es wird langsam zur zweiten Hand. Also okay, also die 25 dazu, dann reichen meine Hände schon nicht mehr. Und zu den Wächterhäusern vielleicht auch noch einen Satz. Ich weiß, dass die Eigentümerstandortgemeinschaft Heiko Jansen, ich weiß nicht, ob der heute hier ist, sehr bemüht war, ein Haus in der Hafenstraße zu einem Wächterhaus zu machen. Und zwar ist das Eckhaus links vom alten Baumarkt Kistner, was leider leer steht, was nicht gelungen ist, weil die Eigentümer sich dagegen gesperrt haben. Mit der Konsequenz, dass das Haus komplett geplündert worden ist. Alles raus, die Haustüren, die Holzgeländer. Es ist ein Jammer. Also was passieren muss, ist, Hausbesitzer, die leerstehende Häuser haben, die Leerstände haben, zu überzeugen, sowas zuzulassen. Das wäre vielleicht, ich will da jetzt nicht super also schlau Ihnen einen Rat geben, aber das wäre vielleicht auch eine Maßnahme, die weiterhelfen würde. Also ich meine mich zu erinnern, dass das Bauplanungsamt der Stadt also jemanden hat, der dort ständig geht, so war das bei einer anderen Veranstaltung, der versucht also mit den Eigentümern irgendwelche Lösungen hinzubekommen, vor allen Dingen die rechtlichen und bürokratischen. Aber ich schaue Sie schon die ganze Zeit an, Herr Bücking, jetzt wollen wir natürlich wissen, wie ist denn das in Bremen geglückt? Sie haben mir schon im Vorgespräch gesagt, die Verbindung zwischen solchen wunderschönen Gründerzeitquartieren und der Hochschule ist enorm wichtig und ein wichtiger Anfang.
Und nun, wie kommt man da denn nun ein Stückchen weiter? Der Urknall von der Entwicklung des Viertels war, das muss ich kurz einschieben vorher, damit ihr das richtig versteht, da sollte ja diese Mozart-Trasse gebaut werden, ne? Und noch eine andere große Verkehrsschneise. Und die Stadt hat zu diesem Zweck Häuser gekauft, im großen Stil. Die hat dann am Schluss um die 100, 200, 300 Häuser. Und zwar von diesen großen Klunkern, die auf dieser zukünftigen Trasse standen. Und dann hatte dieser örtliche Aufstand dazu geführt, dass der Plan gekippt wurde und die Stadt saß auf diesen Häusern. Und dann schworen alle Besserung und es wurde gesagt, jetzt sanieren wir kleinräumig und vorsichtig und anwohnerorientiert. Und diese Häuser wurden das Instrument der Entwicklung. Die wurden nämlich jetzt systematisch an junge Familien verkauft, an die Mieter, die da zeitlang schon drin waren, das waren die Studenten. Dann gab das eine Zeit, wo die Universität stark gewachsen ist, neue Mitarbeiter eingestellt hat, die suchten einen Platz zum Wohnen, an die wurde verkauft. Der öffentliche Dienst expandierte in den 70er Jahren enorm. Die alle fanden da Arbeit. Das war eine von den Gründungsmomenten, fanden nicht Arbeit, sondern Wohnung. Das war eine von den Gründungsmomenten für den Aufstieg dieses Stadtteils aus einer schweren Krise, die die ersten 20 Jahre nach dem Krieg da geherrscht hat. Und was empfehlen Sie uns jetzt? Dass die Stadt die Häuser kauft? Ohne dass ich einen klugen Satz zu Lehe sagen könnte. Beim Zuhören ging es mir so, dass ich dachte, das Bereitstellen von Häusern für neue Milieus, also Leute, die sich was vornehmen, nicht? Die Schmeckis und andere, das dürfte ein Schlüsselelement jeder Strategie sein. Und im Idealfall findet man solche Unternehmer, die das machen. Im B-Fall und im C-Fall überlegt sich die Stadt oder die Stawerk, Häuser zu erwerben und so herzurichten und so zu vergeben, dass sie den Anfang von so einem Prozess bilden. Und dabei, glaube ich, ist ziemlich wichtig, nach meinem Eindruck, dass man einen langen Prozess vor Augen hat und nicht damit anfängt, das Haus zu kaufen, dann herzurichten auf höchstem Niveau, wie das heute sein muss, und es dann für die schwierigen 10 Euro, 12 Euro zu vermieten. Das ist nicht der Weg, sondern der Anfang ist, diese Häuser überhaupt in einen technisch nutzbaren Zustand zu bringen und dann mit den zukünftigen Nutzern die Weiterentwicklung dieser Immobilie zu ermöglichen. Das ist viel spannender. Also könnte man jetzt ausführen, aber können Sie sich bestimmt vorstellen, was ich damit meine. Weil es nicht darum geht, aus dem jetzigen Zustand in einen Zustand von einem durchgentrifizierten Stadtteil zu springen, sondern im Stadtteil die Kräfte zu mobilisieren, die wieder zu beginnen zu arbeiten, Hoffnung zu haben, mit ihrem Wohnort was Zukunft zu verbinden und all das. Also Step by Step. Ich glaube, Herr Turner versteht etwas davon. Und erzählt uns jetzt mal, wie er das gemacht hat und was Sie schon gemacht haben. Bin ich ja seit einem halben Jahr hier, habe also dementsprechend noch nicht so sehr viel gemacht. Und das ist so, ich würde da etwas widersprechen der Ausführung. Ich denke, es gibt Leute, die finden das Goetheviertel, wo ich mich engagiere, gut, finden da aber gar keine passenden Wohnungen. Weil es Wohnungen, die, sag ich mal, vernünftig auf einem guten Standard saniert sind, zu wenige gibt. Man sieht das im Endeffekt irgendwo bei der Goethestraße 43, was ja die Stehburg gemacht hat. Da gab es Leute, die wollten im Endeffekt irgendwo da wohnen, haben die Wohnungsbaugesellschaft für ihren Vorschlag begeistert oder umgekehrt, das weiß ich nicht. Aber die wohnen jetzt seit, ich meine, 9 Jahren, ist das? Seit elf Jahren. Und es gibt aber davon, sage ich mal, zu wenig. Man kann sicherlich beide Sachen parallel laufen lassen. Einmal Leuten Wohnungen zu bezahlbaren Mieten zurechtzumachen im Endeffekt, die aber ein Niveau haben, was Leute sich auch heute vorstellen. Zum anderen im Endeffekt irgendwo kann man natürlich auch gerade bei jungen Leuten hingehen und sagen, ihr bekommt im Endeffekt Wohnungen, die also einen derzeitigen, sag ich mal, geringen Standard haben, aber ihr könnt euch selbst darin entwickeln. Das sind beides Sachen, die funktionieren.
Ich habe ein ähnliches Viertel wie das Goetheviertel in meiner Heimatstadt Osnabrück gehabt. Das war das Galerienviertel. Da war es auch so, dass, sage ich mal, es einen sehr hohen Ausländeranteil gab. Es waren also eben halt ungefähr, es waren damals türkische Gastarbeiter, die bei Karma gearbeitet haben, dass im Endeffekt Studenten da waren und dass eben halt Alteigentümer oder Altnutzer da waren. Und da ist es genau andersrum gekommen. Da ist es so, dieses Viertel hat sich dadurch entwickelt, dass es innerstädtisch und bezahlbar war. Und das ist, glaube ich, auch das, was Moritz gesagt hat, dass man eben halt sagt, man kann eben halt, es gibt Kreative, es gibt Studenten, es gibt, für die muss Wohnraum bezahlbar sein. Mhm. Und heißt, diese Möglichkeit haben wir natürlich in Lehe. Es gibt genügend bezahlbaren Wohnraum. Haben Sie jetzt schon ein Haus saniert oder werden Sie jetzt ein Haus sanieren? Nein, ich bin dabei, zwei Häuser zurzeit zu sanieren. Wo sind die? Goethestraße, Ecke Ulanstraße. Mhm. Beide? Beide. Also das eine ist Ulanstraße 16, das andere Goethestraße 50a. Die liegen beide nebeneinander. Und werden Sie diese Wohnung für Studenten zur Verfügung stellen oder allgemeine Nachfrage gilt? Also ich habe in meiner Laufbahn immer sehr viel an Studenten vermietet. Wenn ich Studenten für die Wohnung finde, würde ich die auch gerne an Studenten vermieten. Ich habe, sage ich mal, nach einer sogenannten Sanierung, die sicherlich, sage ich mal, hochwertiger ist, als es normal saniert wird, eine Mietpreisidee zwischen 5,20 Euro und 5,50 Euro. Das heißt, dass das auch einigermaßen bezahlbar ist. Mhm. Und gehe, wie gesagt, auch eben halt in vielen Bereichen andere Wege. Aber das ist vielleicht auch mal ein ganz persönlicher Tick. Da darf Was heißt das, andere Wege? Macht mich sofort neugierig. Andere Wege heißt, also ich sage das mal, ich baue in einen Altbau nur Holzfenster ein. Die Holzfenster müssen eine entsprechende Aufteilung haben. Holzfenster und was dann? Holzfenster, die müssen eine entsprechende Aufteilung haben. Ja. Also jetzt nicht mit einer Scheibe, sondern im Endeffekt so, wie sie mal im Bestand waren. Das sind jetzt bautechnische Fragen, oder? Sachen, ja, aber es gibt keine Kippeschläge bei mir, mhm. weil ich meine, das passt nicht in einen Altbau. Also Sie versuchen also jetzt sozusagen den Stil zu erhalten? Die Leerfensterteilung mit Aha, alles klar, also auch, ne? genau. Also das den heißt, Stil also ich will den Stil nicht erhalten, den gibt es zurzeit, da sage ich mal kaum. Ich will den Stil, den es vor 100 Jahren gab, den will ich wieder haben. Also vom, ne, zum Beispiel bei der Fensteröffnung. Und ich versuche eben halt auch, sage ich mal, im Endeffekt irgendwo ne, den Stuck so zu erneuern, wie sich das im Endeffekt ne, angeht. Das heißt also mit Stuckateuren, die das eben halt können und nicht irgendwelche Sachen aufzukleben, sondern richtig einen Stuck zu ziehen. Aber das sind vielleicht Sachen, die sind zurzeit gar nicht entscheidend hier für das Viertel, sondern die sind also an und für sich mehr eine Marotte von mir. Und wenn das so klappt, dann werden Sie jetzt ein Haus nach dem anderen hier in Bremerhaven genau. sanieren. Das ist ja wunderbar, wunderbar. Und jetzt habe ich noch einen Wunsch. Ist unten auch eine Fläche für einen schönen Laden oder eine Kneipe, kleine Bar, so ein bisschen Draußenkultur im Sommer? Das fehlt uns ja alles ja. noch. Also grundsätzlich ist es so, dass ich, wo ich mich hier mit Herrn Friedrich von der Stadtplanung im Endeffekt darüber unterhalten habe, gesagt habe, es fehlen Läden und in jedes Objekt, was ich baue, was ebenerdig ist, kommt ein Laden rein. Aha, und was machen Sie? Die brauchen denn ja auch Händler. Gibt es da genug Existenzgründer? Das weiß ich noch nicht im Endeffekt. Das werde ich dann sehen, wenn ich die Läden anbiete. Sie werden es erstmal anbieten? Ich werde es anbieten, aber erst dann, wenn sie fertig sind, weil die Leute eben halt nicht wissen ansonsten in einem Altbau, wie es aussieht. Ich gehe zurzeit den umgekehrten Weg. Ich mache erst das Repack komplett fertig und wenn der Laden fertig ist, dann suche ich eben halt mir noch einen Interessent, wo ich sage, das und das hätte ich gerne. Und ich versuche dann natürlich auch als erstes Läden reinzubringen, die, sage ich mal, auch im Endeffekt gebraucht werden. Das heißt Laden, ein Bäcker, genau. ein Schlachter, richtig. Ein Schuster, also so, Handwerksbetriebe. Also erstmal Sachen des täglichen Bedarfes. Und wenn die abgedeckt sind, dann kann man danach im Endeffekt auch alles mögliche andere nehmen. Mhm. Sind alle dafür, dass das so gemacht wird oder hat auch jemand was dagegen? Ich wollte noch mal zwei Häuser nennen, die Herr Turner gekauft hat, glaube ich, sind die schon verkauft und wieder herrichten will. Nämlich das ist die Mutter aller Schrottimmobilien, das Dietzelhaus in der Hafenstraße. Goethestraße. Und da ziehe ich selbst ein.
Da zieht er selbst ein. Das wird meine neue Wohnung. Und da habe ich jahrelang von allen immer nur gehört, das kann man nur noch abreißen. Und das zweite ist das Haus, wo früher Chico's Place drin war, in der Reckmarstraße. Das ist noch nicht unterschrieben. Das ist noch nicht unterschrieben, sagt er. Nicht weitersagen. Ich habe mit dem Gutachter gesprochen, der da drin war. Der hat gesagt, er ist nur bis zur ersten Etage gegangen. Das Haus kann man vergessen. 2 Jahre später bin ich mit Herrn Turner da reingegangen und der hat gesagt, boah, so schlimm ist das doch gar nicht. Ich muss dazu sagen, dass ich bis ins Dachgeschoss geklettert bin und dass der Bauamtsleiter mit mir zusammen hochgeklettert ist. Alle anderen haben sich nicht richtig getraut. Das war bei uns natürlich genauso. Das kann ich kurz sagen nochmal. Die selbstverständliche Annahme damals war, das ist jetzt 40 Jahre her und solche Leute wie Herrn Turner gab es damals bei uns nicht, oder doch ganz viele, je nachdem wie man es interpretiert. Die Vorstellung war, die Dinger müssen weg, die Straßen sind zu eng, es kommt zu wenig Licht, das Holz hat einen Holzbock, wie gesagt, alles das ist kaputt, wir können das nicht mehr sanieren. Und dann war es da nun so, das wollte ich nochmal einsortieren, dieser Rettungsprozess von diesen Immobilien, das war so ein Schrittweiser. Da gab es immer auch mal Wohlhabende dazwischen, die das ordentlich gemacht haben. Aber für viele war das sozusagen so ein Reinwachsen ins Haus. Und da wollte ich darauf aufmerksam machen, dass man das vor allen Dingen für einen Stadtteil, der ja Entwicklung braucht, auch so anlegen kann. Das ist auch in Leipzig so gewesen, dieser enorme Wachstumsprozess von Leipzig, setzte einerseits das Wachstum dieser Universität voraus und zweitens diese riesigen Immobilienbestände aus der Gründerzeit, die günstig erstmal zur Verfügung gestellt worden sind. Dann konnte sich aus dem Stadtzentrum heraus so ein neuer Entwicklungszyklus bilden. Ich möchte nochmal auf die Läden eingehen. Die haben uns ja alle gleich begeistert, dass das möglich ist. Und ich möchte Herrn Schnarrenberger jetzt nochmal ein bisschen festlegen in Sachen Wirtschaftsförderung. Sie werden diesen Prozess aktiv mit Fördermitteln unterstützen. Habe ich Sie richtig verstanden? Ja, haben Sie gesagt. Ja, ja, klar. Ich möchte mal dieses Thema langer Prozess aufgreifen. Also Herr Bücking hat es eben genannt, an dem Beispiel Sanierung von Häusern. Es ist natürlich auch ein langer Prozess für Bremerhaven und für Lehe, aus der negativen Entwicklung wieder rauszukommen. So seit 1975 sind wir also auf der schiefen Ebene, was die wirtschaftliche Entwicklung Bremerhavens angeht. Seit 2005 geht es langsam in die andere Richtung. Und wenn wir vor 10 Jahren hier gesessen hätten, dann hätten wir, glaube ich, nicht so viele positive Beispiele gehabt. Also wenn ich jetzt mal so rüber gucke und die Fragen und die Hinweise da, die aus dem Publikum kommen, da geht es überwiegend natürlich schon noch um Probleme und um Schwierigkeiten, die wir in Lehe noch haben, die wir in Bremerhaven noch haben. Das ist auch richtig, da muss man dran arbeiten. Aber ich möchte auch so einen positiven Aspekt reinbringen. Also wir sprechen über Lehe und es gibt die Serie in der Nordsee-Zeitung über Lehe. Das ist alles sehr, sehr positiv motiviert, aber es schwingt auch immer mit Problemen, Schwierigkeiten. Und die dürfen wir nicht aus den Augen verlieren, aber wir müssen auch die positiven Aspekte sehen und betonen, nach meiner festen Überzeugung. Und da ist schon eine ganze Menge passiert. Und ich finde das auch gut, Rainer, wenn du sagst, die Zukunft Bremerhavens wird sich nicht in den Hafenwelten entscheiden, sondern in Lehe. Sie wird sich sowohl in den Hafenwelten entscheiden, als auch im Bereich der zukünftigen Industrieflächen im südlichen Fischereihafen, als auch in Lehe. Und Lehe ist so ein Seismograph dafür, ob es funktioniert oder nicht. Und ich finde es außerordentlich positiv, dass es jetzt Menschen gibt, wie Herrn Turner, die hier investieren, wie die Stevok, die hier investiert. Die machen das auch nicht nur, um hinterher keine Mieter zu haben, sondern die müssen damit auch Geld verdienen. Dass wir darüber reden, dass wir in den Erdgeschosslagen dort Mieter gerne hätten, die wir auch gerne mit den Instrumenten der Wirtschaftsförderung begleiten. Das sind Darlehen für Existenzgründer. Das machen wir gerne. Da gibt es auch die Möglichkeiten, da sollten wir uns noch intensiver austauschen. Das ist das Angebot. Und das ist also meine Message, dass es da also seit den letzten Jahren, in den letzten Jahren sehr viele positive Ansätze gibt, die wir so vor 10 Jahren noch nicht gesehen hätten. Also wir machen uns auf den Weg, sind noch nicht am Ziel, aber
wir sind auf einem positiven Weg und das finde ich schon mal sehr positiv. Ja, viele reden ja über Probleme. Wir sind ja heute Abend hier, um Probleme zu lösen und nach Wegen zu suchen, wie das geht. Einige Vorschläge haben wir schon gehört. Jetzt möchte ich auch Herrn Götze fragen, als Chef der Polizei, was er beitragen kann, dass die Verkehrssicherheit, aber auch die allgemeine Sicherheit noch weiter verbessert wird. Was gibt es da bei Ihnen für Initiativen? Tja, erstmal bin ich ja als Polizeichef dieser kommunalen Polizei zuständig für das gesamte Stadtgebiet. Das heißt, der Stadtteil Lehe bettet sich ein in eine Gesamtstrategie, die wir für diese Stadt, was die Sicherheit anlangt, betreiben. Das passt allerdings sehr gut in unsere Strategie, wenn wir uns über Stadtteile oder Ortsteile unterhalten, weil wir das Prinzip des Community Policing betreiben. Das ist unsere Strategie und ich glaube, das ist die Strategie, die ortsteilbezogene Problemlösung am ehesten mitbegleiten kann aus polizeilicher Sicht. Das kann ich kurz erläutern, aber ich finde es schon mal ganz wichtig, um überhaupt Situationen zu verbessern, muss man sie erstmal analysieren, sie erstmal genau darstellen und Probleme, wenn es die denn gibt, offen ansprechen. Ich finde, solche Veranstaltungen sind sehr gut geeignet, da schon mal diesen Weg zu beschreiten. Dabei sollte man nichts dramatisieren, aber auch nichts schönreden. So und insgesamt, wenn ich jetzt erstmal die Stadt betrachte, muss ich sagen, dass entgegen vieler anderer Unkenrufe und da wage ich mal den kleinen Ausflug zwischen gefühlter und objektiver Sicherheit, vieles wird auch durch ständiges Darstellen von Problemen subjektiv geprägt und damit subjektiv die Sicherheit beeinflusst. In der Stadt Bremerhaven hat sich die gesamte Kriminalitätssituation in den vergangenen Jahren stetig verbessert. In einer Sicherheitsentwicklung ist das oft so, dass es Wellenbewegungen gibt, aber tendenziell, müssen wir sagen, hat sich die Gesamtkriminalität in der Stadt Bremerhaven verbessert. Und bei Betrachtung der Kriminalität alleine in diesem Jahr im Vergleich zum Vorjahr ist die Situation im Stadtteil Lehe und in allen Ortsteilen besser geworden. Also so, das stelle ich erstmal fest. Auch in Lehe? Ja, in Lehe. Und was ich finde, was unser Beitrag ist, die Sicherheitssituation in den jeweiligen Stadtteilen und Ortsteilen zu verbessern, das ist eine eben möglichst bürgernah und an den jeweiligen örtlichen Problemen orientierte Polizeiarbeit und zwar in Netzwerken. Sicherheit, ja, stellt man nicht alleine durch polizeiliche Aktivitäten her. Da spielen ganz andere Faktoren eine Rolle. Welche? Das ist ein gesellschaftliches Problem. Da muss man gucken, wie sind Sozialstrukturen, wie ist die Bildung, wie sind Arbeitsplätze vorhanden, wie ist Teilhabe junger Menschen, aber auch wie sind die Perspektiven? Das hat eine ganz wesentliche Auswirkung auf die Sicherheitslage. Wie kommunizieren die Bürger miteinander und untereinander und mit uns? Und wie kommunizieren wir mit den Bürgern? Ein ganz wesentliche Voraussetzung für eine Sicherheitssituation in der Stadt. Also was wir machen, was ich sagen kann und was wir immer gerne verstärken wollen, das ist unser Ansatz, durch möglichst viele Bürgerkontakte, zum Beispiel durch den Einsatz von Kontaktpolizisten, die ständig an den Stadtteilkonferenzen teilnehmen, die mit den Geschäftsbetreibern, mit den Bürgern kommunizieren und die ganzen Probleme dieser Menschen kennen, die einbinden und jeweils für die jeweiligen Bereiche abgestimmte Konzepte, Strategien und Taktiken fahren. Und möglichst so, dass das passt auf die jeweiligen Probleme. Denn wenn ich sage, wir haben den Stadtteil Lehe, dann hat der Stadtteil Lehe sehr unterschiedliche Facetten. Und auf diese Facetten müssen wir unterschiedlich reagieren. Und das sehr kleinteilig. Und da sind wir in unserer Art der Polizeiarbeit bestärkt worden, indem das Kriminologische Forschungsinstitut Niedersachsen anhand zum Beispiel von Gewaltuntersuchungen, aber vom Wohnungseinbruch gesagt hat, genau das ist der richtige Weg, um Verbesserungen herzustellen. Und da sind Sie auch im Gespräch mit der Quartiersmeisterei? Bis jetzt noch nicht.
Ja, ich bin eigentlich immer davon ausgegangen, dass der Kontaktpolizist zu allen Bereichen, und das glaube ich, das wird er auch machen, schon Kontakte hergestellt hat. Also wir persönlich haben noch nicht miteinander gesprochen. Ja, Achim Prigge ist sehr präsent im Quartier, auf jeden Fall. Mhm. Okay. Sie haben eben gerade gesagt, Herr Götze, es ist eine gesellschaftliche Aufgabe, Kriminalität, auch Sicherheit, Verkehrssicherheit. Und dazu wird ja immer wieder gesagt, Lier muss aufhören, ein sozialer Brennpunkt zu sein. So kam es also auch in dieser Serie vor von Herrn Soares, dem Vorsitzenden des Rates ausländischer Mitbürger. Und die Frage ist ja, wie verändert man das? Frau Herr Welker. Ja. Nach dem Motto, sozial benachteiligte Familien dürfen sich nicht nur in einem Stadtteil konzentrieren, sondern es muss eine andere, wie soll ich sagen, Leitung dort passieren, damit mehr, sag ich mal, auch in damit das gleichmäßig verteilt wird, oder? Ich weiß nicht. Naja, also ich denke schon, das ist das der Vorteil zum Viertel, wie das angefangen hat. Da war schon eine entsprechende Durchmischung vorhanden, würde ich mal so sagen. Das ist hier erstmal auf den Weg zu bringen. Also da, wo ich am Anfang Bedenken hatte mit Gentrifizierungsprozessen, weil auch da muss man ja sehen, dass die Mieten nicht so schnell steigen. Das ist, glaube ich, in Bremerhaven einfach noch ein Weg, den wir da vor uns haben. Und ich glaube, da spielen viele verschiedene Aspekte mit rein. Mir war in meiner Arbeit von Anfang an immer sehr wichtig, das Thema Nachbarschaften, Begegnungsräume zu ermöglichen, um das Zusammenleben zu stärken im Quartier. Das ist ein Aspekt und da sind wir dabei. Da gibt es die verschiedensten Projekte mit Nachbarn im Goethe-Quartier. Wir treffen uns immer an verschiedenen Orten einmal im Monat und besuchen auch diese vielen verschiedenen Plätze, die es im Quartier schon gibt. Können Sie die Frage noch mal kurz wiederholen? Ich glaube, ich habe jetzt gerade Lehe muss aufhören, ein sozialer Brennpunkt zu sein. Das ist natürlich ein wahnsinniges Thema. Also ich deswegen mit Kindergartenplätzen an und Bildung zu tun, mit entsprechenden Wohnungen zu tun. Ne? Also genau, jetzt habe ich den Anknüpfungspunkt wieder. Also ich glaube, und das war mir wichtig, auch heute Abend noch mal zu betonen, und ich finde, es verdient auch noch später einen Applaus, dass es das zivilgesellschaftliche Engagement im Quartier, das fängt an mit den jungen Menschen, die mit Moritz Schmeckis vereint sind, das sind die Plätze wie Rückenwind, der Lea-Pausenhof, der Lehe-Treff, die vielen verschiedenen Paten von den Arbeitskreisen Migration und Flüchtlinge. Da sind in diesem Jahr, in der haushaltslosen Zeit, wo es auch keine WIN-Gelder gab, gab es so viele Akteure und Initiativen, die dieses Quartier versucht haben zu stärken über diese Zeit, wo es keine politische Unterstützung gab. Es gibt keine Streetworker, die ständig vor Ort sind, keine pädagogische Unterstützung auf dem Lea-Pausenhof. Das wird zum größten Teil alles ehrenamtlich gewuppt. Weil es dafür kein Geld gibt. Ja, und da finde ich, genau wie der noch ausstehende Sanierungsbeauftragte, auf den wir noch warten, ist, wir brauchen noch mehr Unterstützung, weil es eben kein Sanierungsgebiet ist, weil es eben an diesen Plätzen, wo diese Menschen sind, die hier zugewandert sind, weil wir das weiter in den Blick nehmen müssen. Braucht es dafür so eine Art, ich will das nicht übertrieben herausheben, Masterplan oder ähnliches? Ich sag mal, bei der Entstehung der Hafenwelten haben alle Akteure jede Woche zusammengesessen. Muss sowas auch in Lehe passieren? Brauchen Sie mehr Leute, die das nicht nur ehrenamtlich machen, sondern auch hauptberuflich? Ja, genau. Es braucht mehr Fachkräfte. Streetworker. Unter anderem, genau. Also mehr Kindergartenplätze. Wir vernetzen uns ja schon untereinander. Die Stadtteilkonferenz ist ein Ort. Wir haben eine Art Lehe-Kollektiv gegründet, wo alle Initiativen, viele Initiativen und Vereine schon zusammenkommen und wo wir auch schauen, wo wir uns gegenseitig unterstützen. Das passiert zum Teil auch schon, aber es reicht eben halt nicht. Und, was hätten Sie gerne? Machen Sie mal Ihre Wunschliste auf. Wollen Sie auch noch was dazu sagen? Machen Sie Ihre Wunschliste auf.
Wunschliste auf. Meine Wunschliste aufmachen. Ja, ich habe es ja gerade schon angedeutet. Also Streetworker wäre eine Sache, die pädagogische Unterstützung für den Lea-Pausenhof, den Sanierungsbeauftragten, der uns im Bereich Immobilien, gerade in Bezug auf die Recherchen, Kontakte, das machen wir im Moment, kaufe ich das natürlich ein, in Anführungsstrichen, in der Quartiersmeisterei, aber es braucht mehr Personal. Und im Moment ist es ja auch so, dass die Flüchtlinge im ganzen Stadtgebiet in Wohnungen verteilt wurden. Auch da muss man gucken, wie kommt man an diese Menschen, was brauchen die? Und ja, das ist auf jeden Fall im Goethe-Quartier noch ein Stück Arbeit. Okay, wir arbeiten dran, Herr Bücking. Ich finde dieses ganze Thema soziales Netzwerk, soziales Unternehmertum im Sinne von immer neue Erfindungen machen, wie man die Gesellschaft sozusagen funktionsfähig hält und den Menschen so ein bisschen Perspektive gibt. Das ist für solche Stadtteile eine grundlegende Voraussetzung. Aber aus meiner Perspektive hängen die Dinge, die Herr Schnorrenberger zu machen hat und die Herr Thorner betreibt, ganz eng mit dem Thema soziale Perspektive zusammen. Weil derjenige, der aus diesem Milieu heraus es schafft, sich einen Gemüseladen aufzumachen, um den herum, da lebt eine ganze Familie von, da sind 2 oder 3 Leute, die Hartz IV kriegen, die das in diesen Laden einbringen, gewissermaßen wie so eine Art Gründerkapital, dann hat das zur Folge, dass es einen Grund gibt, aufzustehen, dann hat das einen Grund, den Laden abends abzuschließen, dann ist damit Würde verbunden, dann ist damit Einkommen verbunden. Und der nächste Nachbar, der plötzlich ein Role Model hat, im Sinne von, ich nehme mir was vor und das lohnt sich, der hat da auch was davon. Und deswegen glaube ich, dass die Pflege von diesen kleinen lokalen Ökonomien, das ist der Augapfel von so einem Quartier. Da fängt das an, dass es sozusagen von innen eine Chance nach vorne kriegt. Deswegen ist so ein Ladenlokal so wichtig. Und deswegen ist es so wichtig, dass man aus der Selbsthilfewerkstatt Autofrickler, dass man die ein bisschen in Ruhe lässt von der Gewerbeaufsicht und zulässt, dass es da so zugeht. Man bringt da sein Auto hin, zwinkert dem richtigen Mann zu und dann lötet er den oder schweißt den Schweller neu ein. Das muss man möglich machen. Damit sind Perspektiven verbunden. Auf dem Gebiet sind wir als Behörden oft noch ganz schlecht, weil wo Beamte drauf sind, da kommt Beamte raus. Das ist so, da muss man denen auch gar nicht vorwerfen. Die müssen nicht an Recht und Gesetz alle Vorschriften haben. Die können denen keine Beratung für Schwarzarbeit geben, ja? Und sagen, ey, Macker, pass auf, dass du nicht in die Grube fällst. Die musst du abdecken, ja? Und das Öl nicht in den Kanal. Aber ansonsten lassen wir dich in Ruhe. Das kann keiner von uns machen. Dafür braucht es Leute dazwischen, die das aber können und die nicht im Staatsauftrag unterwegs sind. Auch das ist wichtig. Also Leute müssen die Möglichkeit, sich selbst mit so kleinem Gewerbe zu helfen, ist in einem gewachsenen Quartier, das 100 Jahre auf dem Buckel hat, viel, viel besser als in den Quartieren, die wir in den 60er und 70er Jahren gebaut haben. Das ist ein riesiges Potenzial, was man unbedingt pflegen muss. Und dazu, so haben Sie gesagt, Herr Bücking, muss man auch eine Geschichte parat haben. Man muss auch eine Geschichte erzählen können. Sagen Sie dazu bitte noch mal was. Ja, das hat ein bisschen was mit der Frage zu tun, wenn wir uns darauf verständigen, dass wir nicht immer quengeln und bestellen und jammern und sonst was alles wollen. Dann muss man nicht nur auf irgendetwas verzichten, man muss es ja vor allem durch etwas anderes ersetzen. Und das, was man braucht, sind, dass so ein Quartier selbstbewusst über sich und seine Möglichkeiten redet. Und dafür muss man einen Blick haben. Das ist ungeheuer wichtig, was die Leute leisten. Das ist trotz dieser ganzen beschissenen Umgebung, das Leben immer noch funktioniert. Dafür braucht man einen Ausdruck. Dafür braucht es Leute, die das ins Wort nehmen können. Es gibt Journalisten, die mitschreiben, dann gibt es Fotografen, die das sehen. Das ist der Anfang. Und dann kann aber im Übrigen auch diese Geschichte von Aufstieg, Niedergang, Wiederaufstieg in ein großartiges, im Grunde am Schluss allen zugängliches Drama fassen. Also das haben wir ausführlich getrieben und hat uns dazu geführt, dass die Leute am Schluss das eine Auszeichnung fanden, im Viertel die Nacht zu verbringen, einen Laden zu haben oder ein Haus. Das heißt, wir müssen
Rainer wird, ist viel kompetenter, um dazu was zu sagen. Nein, das will ich nicht sagen. Man muss praktisch aus diesem Kultursommer, aus der langen Nachtkultur, aus all was kreativ schon da ist, kann man natürlich auch etwas Gemeinsames über geordnetes stricken und daraus eine Geschichte machen. Das muss man ja nicht auf Lilli Marleen reduzieren. Aber Rainer. Nein, ich meine, das ist genau der Punkt, den Herr Bücking hier angesprochen hat, dass wir können nicht, es bringt überhaupt nichts hinter jeden Hoffnungslosen, einen Sozialarbeiter zu stellen. Wir müssen die Leute, die im Viertel schon aktiv sind und die da was machen, und das werden immer mehr, denen muss einfach nur der Rahmen geschaffen werden, damit sie dort arbeiten können. Das ist der Punkt. Und ich bin ja nicht als Redakteur hier oben, ich bin ja als Lea Eingeborener heute hier. Als Lea Butcher bist du jetzt heute Abend hier. Als Lea Eingeborener, genau. Und ich bin in den 70er Jahren im Goetheviertel groß geworden. Ich weiß noch, dass die Kissnerstraße und die Goethestraße große Geschäftsstraßen waren. Ich kann da 100 Läden aufführen, die es gab. Wir hatten 5 Kinos in Lea. Das wird nicht wiederkommen. Aber die große Depression, was Nils Schnornberger sagte, die ist eigentlich schon vorbei. Es geht, natürlich ist es ein langer Prozess, aber ich habe noch vor einigen Jahren auch mit Berufsoptimisten wie Christian Bruns, der ja damals die Sanierung gemacht hat, selbst der hat manchmal die Hoffnung verloren und gesagt, ich weiß auch nicht mehr, was man hier noch machen kann. Und dann hieß es immer, wenn es uns gelingt, 10 Häuser zu kriegen, dann können wir das Viertel drehen, das war immer so die Hoffnung. Das ist jetzt 3 Jahre her und in der Zeit ist unheimlich viel passiert und es geht nochmal, muss vor allen Dingen darum gehen, den Leuten, die hier aktiv sind und die zum Teil auch hier sitzen, den Rahmen zu schaffen dafür, dass sie arbeiten können. Dann wird das auch klappen. Ich bin kein Berufsoptimist, ich habe vielleicht auch eine etwas romantische Sicht auf mein Heimatstadtteil Lehe, aber der ist, glaube ich, nicht unrealistisch. Also das muss man darstellen, das muss man natürlich insbesondere auch für junge Leute und Studenten darstellen. Und auch da darf man einmal gucken auf die Website vom Viertel in Bremen. Ich war platt, als ich das gesehen habe, was dort dargestellt worden ist, die ganzen Läden, also alle Läden mit allen Adressen, allen Öffnungszeiten, interessiere ich mich also für Trödel oder für Antikes, für Kunstausstellungen, für Büchermärkte oder ähnliches. Es ist ein wunderbares Viertel und junge Leute brauchen das im Internet und vielleicht kann man eben auffangen, diejenigen, die sozusagen da technisch fit genug sind, schon mal aufzuzeigen, was es denn alles schon Tolles in Lehe gibt. Wäre vielleicht eine Idee für diejenigen, die dazu Lust haben. Herr Schnornberger wollte was sagen und Herr Schmeckis mit Sicherheit auch. Ja, ich wollte das aufgreifen, also zum Thema Marketing. Gemeinsam mit dem Stadtplanungsamt und anderen Akteuren, der Stewock beispielsweise, Seestadt Immobilien, sammeln wir gerade die positiven Beispiele aus Lehe, die schon geschehen sind, wollen, genau wie Herr Bücking das gesagt hat, auch die Geschichte darstellen, wo kommt Lehe her, welche Historie gibt es, welche schönen Geschichten gibt es, um dann das Marketing vorzubereiten. Das ist auch eine Angelegenheit von Stadtmarketing. Und ich habe mir hier diese Themen aufgeschrieben, weil mir das auch unter den Nägeln brennt. Wir haben noch gar nicht eine richtige Marke dafür. Wir nennen es Lehe. Ne, haben jetzt ja, also zumindest ich als Zugezogener, gelernt, wie groß Lehe eigentlich ist, dass Lehe bis an den Bürgerpark heranreicht. Und das, was wir heute aber diskutieren, das ist eigentlich die Bremerhavener Altstadt oder das Viertel. Also ne, so Bremen war immer, ich bin sehr froh, dass Herr Bücking heute hier ist, Bremen, das Ostertor, das Viertel, Steintor, das war für mich immer so die Blaupause für das, was wir hier in Bremerhaven erreichen können und erreichen müssen. Ich würde mich da auch nicht sklavisch an dem Thema Lehe festhalten und dann die Statistiken, die ganzen fürchterlichen, die wir alle kennen, mittlerweile immer wieder hochziehen, sondern wir müssen dafür eine Marke finden, wir müssen eine Abgrenzung finden. Für mich wäre so ein Arbeitstitel die Altstadt Bremerhavens, um deutlich zu machen, was wir damit meinen. Und wenn wir dann, das Viertel können wir nicht klauen, das ist so super, aber ein Achtel vielleicht oder so, weiß ich nicht. Ein bisschen weniger, mit der Hälfte sind wir ja einverstanden. Aber das müssen wir machen. Und die Unterstützung derjenigen, die da aktiv sind, soweit wir das mit unseren Instrumenten können, Existenzgründung, Barbara Schieferstein ist
mittlerweile bei uns bei der BIS tätig, die kümmert sich um Kultur- und Kreativwirtschaft, aber auch um das Thema Existenzgründung. Ich sehe das, mit wem sie spricht, welche Projekte da unterstützt werden können, und da stehen wir gerne, wo wir denn können, zur Seite. Die Marke gibt's schon jetzt, das Goethe-Quartier. Fein. Gut. Das Goethe-Quartier. Ja, gerne. Und dann Herr Schmeckis. Das Eigentümliche ist, das, was mit diesen Geschichten erzählen und mit dem, was man dann so Vermarktung nennt, eine ziemlich komplizierte Sache ist. Die Leute, alle Leute spüren sehr schnell, ob etwas authentisch ist. Und wenn wir uns so hinsetzen und sagen, oh, Lehe klingt nicht mehr gut, Goethe klingt besser. Ja, das hatten wir bei uns in Bremen auch mal. Wir haben so ein Quartier, das heißt Doventor. Da waren unsere Marketingleute auch unterwegs, Doventor ist schlecht, das machen wir nicht. Und genau, das Doventor geht in das Faulenquartier über. Da war er sozusagen vorbei und es war klar, da wird sich nie was entwickeln. Jetzt sollten wir nur noch von Stefani-Viertel reden. Ich kenne mich aus, ich glaube, sowas geht schief. Sowas geht total schief. Ich weiß nicht, wie es genau bei euch ist, aber Leute merken, ob etwas dem Alltag, der Wirklichkeit ihres Alltags entspricht oder gewissermaßen nur da so Verpackung drüber legt, so Papier. Davon würde ich abraten. Es ist immer super, wenn die Geschichte, die man erzählt, ein kleines Moment auch von Rebellion enthält. Das ist nicht zufällig so, dass es in der Musik überall genau so läuft. Dieses Moment von Rebellion im Sinne von, so soll das nicht mehr weitergehen. Das lassen wir uns nicht mehr länger gefallen. Und dann nicht im Sinne von, wir jammern und wollen haben, sondern gibt uns diese Freiheit, dass wir mit den Möglichkeiten, die wir im Kasten haben, unseren versteckten Qualifikationen, unseren Räumen und all dem, was anfangen können. Und daraus so eine Geschichte zu erzählen, am besten durch die Leute selbst, das hat eine große Durchschlagskraft. Ganz herzlichen Dank. Danke, Herr Böcking. Darauf ist jedes Wort zu viel. Herr Schmeckis, Sie haben viel gehört. Was nehmen Sie mit in die Stadtteilkonferenz oder für sich? Ja, sowohl als auch, würde ich sagen. Also ich würde mich dem anschließen. Ich hätte das, denke ich, ähnlich formuliert, halt aus der Perspektive, die ich hier jeden Tag erlebe. Ich halte mich effektiv 7 Tage die Woche in der Goethestraße auf, auch viel draußen. Ich erlebe das als eine gute Nachbarschaft. Und darüber hinaus eben auch als eine, die schon in vielen Bereichen ganz gut funktioniert. Also das ist jetzt nicht so, dass das hier irgendwie tote Hose wäre und Leute wie ich oder wie wir irgendwie genötigt wären, hier alles aufzubauen. Es ist eben auch schon viel da, viel ist geschaffen worden. Keine Ahnung, zum Beispiel das Rock Center ist komplett auch in Eigeninitiative entstanden. Das ist ein funktionierender Veranstaltungsort mitten im Goethe-Quartier seit Jahren. Ich kann jedes Wochenende auf Live-Konzerte gehen hier, wenn ich will zum Beispiel. Also diese Infrastruktur ist in Teilen schon angelegt, von der wir hier reden, dass wir sie gerne haben möchten. Also zum Teil ist sie schon da. Und ich würde eben auch sagen, wir dürfen jetzt nicht den Fehler machen zu denken, dass man mit einem guten Plan, selbst wenn der mittel- bis langfristig irgendwie angelegt ist, dass alles in die Schiene kriegt. Also die Leute müssen das selber machen, wollen sie ja auch. Das ist ja das große Glück, das wir haben, dass es genug Leute gibt, die wir nicht erst irgendwie suchen oder anlocken müssen, die sind ja schon da. Was wir hinkriegen müssen, ist eben zusammen zu bleiben und diese Sachen zu entwickeln. Was heißt zusammen zu bleiben? Müsste dafür irgendein neues Instrument erfunden werden, dieses Zusammenbleiben? Gibt es einen, ja, ich meine, es gibt natürlich verschiedene, es gibt die Eigentümer-Standortgemeinschaft, Sie machen Netzwerk, gibt es regelmäßig Treffen? Also ich sage jetzt nicht Montagskirche, aber sowas Ähnliches, wo man hingehen kann zu einer bestimmten Zeit, weil dort das Thema Lehe zur Sprache kommt und ich mich vielleicht engagieren möchte. Gibt es das? Naja, das gibt es im Moment noch in verschiedenen Gruppen, aber es ist auch mein Wunsch, dass sich das auch das innerhalb der verschiedenen Gruppen immer mehr und mehr vernetzt, deswegen das Lehe-Kollektiv,
wo wir zusammenkommen und Stadtteilthemen besprechen oder uns vor allen Dingen dem Thema Öffentlichkeitsarbeit widmen oder jetzt an einer Bürgerzeitung arbeiten. Aber Sie haben schon recht, also es fehlt vielleicht noch die Revolution, aber... Ich gehe jetzt auf Herrn Bücking zurück. Es braucht irgendwie so eine Keimzelle, wo man sich trifft und wo man so ein bisschen rebellieren kann und wir wollen jetzt. Und wo kann das passieren? Na gut, also es ist ein Ansatz. Das funktioniert nicht von Bremern. Bremer können einen Vorschlag nicht machen. Das ist nein, jenseits. Ja, aber wir haben ja schon gesehen oder gehört heute Abend, dass es sehr viel gibt. Ne? Und wie kommt man vielleicht noch enger zusammen, um Dinge anzuschieben oder zu fordern? Also im Moment möchte ich auch nochmal betonen, bin ich auch mit Blumenthal, Gröpeling, bin ich gerade gewesen. In der Nordstadt war ich im letzten Jahr, aber jetzt mit Blumenthal, speziell hat mich gerade gestern die Stadtteilmanagerin angerufen. Die kommen jetzt Anfang Dezember nach Bremerhaven. Also es ist auch viel Austausch, weil es gibt eine ganze Reihe von ähnlichen Themen, auch wenn das in Bremen anders strukturiert ist, weil da sind Stadtteilmanager für die Windgelder, für die Windprojekte zuständig. Aber dennoch gibt es da diese Themen und das war mein Besuch in Gröpelingen, hat mir ganz viel gebracht. Ich bin mit vielen guten Ideen gekommen. Wir müssen auch nicht alles neu erfinden, aber man muss natürlich gucken, passt es hier und ist es, genau, und ich freue mich auf den Gegenbesuch und das halte ich auch für sehr wichtig. Und in der Nordstadt übrigens gibt es, deren Logo ist echt Nordstadt. Da ist dieses echt, da ist was drin, was dem Quartier entspricht. Aber im Goethe-Quartier ist es halt die Goethe-Straße, die einmal quer durchs Quartier geht. Das hat schon seinen Sinn auch. Und es hat einen Kaffee aufgemacht, einen Eiskaffee, was Kaffee Faust heißt. Also sich schon darauf bezieht. Das ist, ich weiß nicht, ob das so ein, nur als Reaktion darauf, ob das der Weg ist, das jetzt nochmal umzuschmeißen. Mich beschäftigt... Nein. Mhm. Aber was mich viel mehr, und das war auch in der Berichterstattung jetzt von Lehe oder über Lehe nochmal ein Thema, was ist mit den angrenzenden Gebieten? Klushof ist über die Hafenstraße hinweg. Das beschäftigt mich sehr. Es wird immer wieder, jetzt kommen auch andere und sagen, es geht immer nur ums Goethe-Quartier. Ne? Wir sind auf der anderen Straßenseite. Wie können wir das aufbrechen? Ne? Nicht nur an uns zu denken, sondern auch zu gucken, ohne neue Arbeitsgebiete für mich zu schaffen, weil das ist schon sehr viel zu tun, aber beim Lea-Kultursommer zu gucken, na, was machen unsere Nachbarn, das hängt hier alles so eng zusammen und die wollen auch gesehen werden und dieses Zusammenwachsen auch, das Goethe-Quartier soll ja nicht als Insel irgendwo bleiben und ja, es wäre nochmal ein neues Thema für so eine Art von Veranstaltung. Die nächste Veranstaltung kommt bestimmt, mal gucken, was wir da draus machen. Jetzt würde ich aber ganz gerne jetzt erstmal mich den Fragen aus dem Publikum widmen, damit die auf keinen Fall zu kurz kommen. Und wir haben die schon ein bisschen vorsortiert und siehe da, was ist eine Hauptfrage nach dem Motto, wer kann dabei helfen, dass im Goethe-Quartier endlich ein Café eröffnet wird, wo man im Sommer schön sitzen kann. Also ich weiß nicht, ob jemand da was zu sagen kann, aber das hat was mit den kleinen Läden zu tun. Auf jeden Fall ist das der Wunsch nach einem Quartier hier mehrfach aufgetreten. Natürlich auch das Thema Müll. Mehr Sauberkeit. Seit 2 Jahren von Anfang an Thema gewesen. Das hat viel auch mit der... Ja, es hat viel mit Unwissenheit zu tun, dass Menschen hergezogen sind, die aus ganz anderen Lebensverhältnissen kommen, aber nicht nur, das ist ein Aspekt. Es gibt eine Müllhotline von der Stadt, die man anrufen kann, dass zumindest Müll im öffentlichen Raum sofort abgeholt wird, am gleichen oder am nächsten Morgen. Das ist eine große Erleichterung, das ist nicht mehr dieses Ghetto-Feeling, wie es am Anfang war, dass überall Säcke auf den Baumscheiben lagen. Aber es ist natürlich immer noch nach wie vor, man muss den Blick auch auf die Hinterhöfe werfen, es ist immer ein Stück weit des Quartiersmeisterei auch Kümmerer. Wir arbeiten ganz eng mit der Verwaltung und den Beschwerdestellen zusammen. Das ist noch ein Thema, aber es ist nicht mehr so präsent wie am Anfang und ich finde, da hat sich schon ganz viel verbessert.
Das ist mein Gefühl. Aha. Auf der Seite der Quartiersmeisterei steht etwas über neue Müllkonzepte. Was meinen Sie damit? Ich hätte am Anfang jemand ins Boot geholt, die einen Müllkommunikationsflyer entworfen hat, wo beschrieben wird in mehreren Sprachen, wie das funktioniert, auch in Bildsprache. Die EBB, Herr Kamps, hat sich mit der Stadt draufgehängt, sage ich mal, hat das noch in weiteren Sprachen weiterentwickelt, nicht nur wir hatten das nur für Lehe gemacht und jetzt ist es für das Stadtgebiet in weiteren Sprachen und wird immer wieder angefragt, verteilt, ausgehängt in den Häusern und genau, auch in arabischer Sprache, englischer Sprache, in vielen verschiedenen Sprachen hier. Ich gehe mal hier die Fragen an, das wird Sie eben natürlich auch interessieren. Was kann man für mehr interkulturelle Treffpunkte tun und Begegnungsstätten dafür schaffen? Wer dazu was sagen möchte, antworten möchte? Herr Schmeckis. Ja, ich würde da wohl was zu sagen. Ich, also sowohl als Antwort auf diese konkrete Frage jetzt, als auch auf die vorhergehende, also was Kaffeeentwicklung angeht, was die Müllgeschichte angeht. Ich glaube, die einzige Lösung, die wir für diese Sachen haben, ist tatsächlich Zeit. Das kommt mir so vor, jetzt nach den 2 Jahren, die ich mich da intensiv mit beschäftige, als wäre der Hauptgrund dafür, warum an so vielen Punkten immer noch Kritik geübt wird und so viel Unzufriedenheit wahrgenommen wird, derjenige, dass die Erwartungen irgendwie so aussehen, als könne man das durch irgendeine Maßnahme oder einen Ort, den man einrichtet, von einem Jahr aufs nächste ändern. Das ist aber nicht so. Das sind Sachen, die wachsen müssen. Das, Integration kann man nicht erzwingen, die kann man nicht aufstöpseln. Das braucht einfach ein paar Jahre, genauso wie das ein paar Jahre braucht, sich dran zu gewöhnen, wie man den Müll sortiert. Genauso wie eine Ecke wie das Goethe-Quartier, wo immer über den Müll geredet wird, irgendwie eine Zeit braucht, bis eine Nachbarschaft entsteht, in der das eben so funktioniert. Die Fortschritte sehe ich ja. Und ich habe eben nicht die Erwartung, dass das nächste Woche komplett anders ist. Mir reicht das, wenn nach 2 Monaten der Nachbar, der mir vorhin noch seinen Müllbeutel in den Garten geworfen hat, wenn der sieht, ich kümmere mich um meinen Garten und 2 Monate später macht er seinen selber. Also das sind Sachen, die können nur wachsen und da muss man einfach einen langen Atem haben. Es gibt keine andere Lösung dafür und eine schnelle schon gar nicht. Und auch was die Infrastruktur angeht, wie Cafés und so, das hängt doch alles zusammen. Also was nützt es, Geld aufzutreiben, einen Café zu bauen und dann geht keiner hin, weil da gelbe Säcke vorliegen. Das kann alles nur holistisch funktionieren. Also das eine hat mit dem anderen zu tun. Die Alkoholiker, die auf der Straße sitzen, ihre Flaschen hinwerfen, die verschwinden nicht dadurch, dass man von heute auf morgen ein Programm auflegt. Die haben aber was damit zu tun, dass vielleicht keiner ein Café eröffnen will und so weiter und so fort. Also es sind einfach diese Zusammenhänge und die lösen sich nur mit Zeit, Geduld und mit der Unterstützung der Pioniere, die wir jetzt dankenswerterweise da haben, die bereit sind, diese Zustände auch zu ertragen, weil sie die Perspektive haben und die Vision haben, dass es sich ändern kann. Das ist das, was wir haben, zum Glück, und das ist das, was wir fördern müssen. Sie antworten damit praktisch auch schon hier auf die nächste Frage, wie kann man den Bevölkerungsmix auch gleichen? Auch das, dafür braucht man sicherlich einen langen Atem. Dann ist die Frage nach Kindergartenplätzen, aber das ist sicherlich eine sehr große allgemeine städtische Frage und ein noch nicht ganz gelöstes Problem. Was kann man tun gegen Pöbeleien in der Goethestraße? Dass es Pöbeleien gibt, entnehme ich jetzt diesem Zettel. Mit Sicherheit, dass damit zu tun ist, dass wenn man sich auf der Straße bewegt, wenn man angepöbelt wird, sich nicht gut fühlt dabei. Das beeinflusst sehr maßgeblich das Sicherheitsgefühl. Ich will ein Stichwort nennen und nicht gleich alle Buh rufen, sondern ganz maßgeblich ist hier ziviles Couragement gefragt. Also ganz wichtig ist, dass alle Menschen, die dort leben, klare Signale setzen,
dass sie das nicht gut finden und damit nicht einverstanden sind, dass man so mit ihnen umgeht. So, das hört sich jetzt erstmal ganz doll und ganz groß an und recht unverbindlich, aber das ist der Schlüssel für die Verbesserung solcher Situationen, dass man ganz eindeutig benennt und sagt, so, das ist nicht in Ordnung. Man muss sich damit nicht in Konflikte begeben und damit jetzt auch die körperliche Auseinandersetzung suchen. Wenn die Pöbeleien schlimmere Ausmaße annehmen und man sich nicht gut fühlt und Angst hat, angegriffen zu werden, kann man immer die Polizei rufen. Aber wir sind nicht das Around-Mittel, um alle möglichen Dinge zu lösen, sondern ganz wichtig ist Zivilcourage. Und das ist auch das, was ein Ortsteil, egal wo, auch zusammenschweißt. Weil das bedeutet, wir wollen nicht, dass man so mit uns umgeht, und das ist auch nicht unser Stadtteil. So, das kann man kommunizieren. Das ist, Herr Schmeckis hat das hervorragend dargestellt, zu allen Veränderungen. Und gerade in eine derartige Richtung braucht man einen verdammt langen Atem. Und das ist nicht von heute auf morgen. Und man muss auch Rückschläge in Kauf nehmen. Aber wenn man so eine Entwicklung haben will, dann muss man couragiert auftreten und Netzwerke bilden. Danke. Frau Habeike wollte auch noch was dazu sagen, jetzt ja, gerne. Also was ich auch mache in der Quartiersmeisterei ist mit Infoveranstaltungen zu verschiedenen Themen, vor allen Dingen gerade auch immer wieder schwerpunktmäßig zum Thema Konflikte einladen. Und wir hatten jetzt gerade eine Veranstaltung mit 15 Personen und haben versucht, einen Perspektivenwechsel. Das war ein bisschen ein Forumtheater, war theatratisch, wir haben eine Mobbing-Situation nachgespielt und haben versucht, die Rollen zu tauschen. Und also ich glaube, es ist wichtig, solche Unsicherheiten mit Qualifizierung und immer wieder die Menschen zu stärken. Und ich weiß, im Quartier passiert das schon mit den Kindern. Die Kinder, das ist so eine Philosophie, ich glaube im Lehetreff auch, bei Rückenwind, Kinder stark machen und dass sie nicht nur an ihrer Armut festgemacht und damit stigmatisiert werden, sondern dass sie stark gemacht werden, ihr Potenzial wirklich auch hervorgehoben wird. Und das Gleiche geht natürlich auch immer wieder am Ende auch fürs Quartier. Vielleicht behalten Sie gleich das Mikro in der Hand. Wie kann man den Lehetreff stärker positionieren? Naja, ich sehe Manfred Galewski hinten sitzen. Der Lehetreff wird hier jetzt in Kürze mit Fördergeldern saniert. Und ich denke, da wird eine ganze Menge passieren. Da gab es schon einige Vernetzungstreffen, Bürgerbeteiligung. Bei einigen war ich auch mit dabei. Da geht es in den Dialog auch mit der Nachbarschaft. Und da wird natürlich auch geguckt, was wird da zukünftig passieren. Aber jetzt geht es erstmal um die Sanierungsphase und Räumlichkeiten zu finden, wo man vorübergehend bleiben kann mit den Kindern und Jugendlichen. Und ich finde, die sind schon sehr gut im Stadtteil präsent. Ich habe immer wieder auch mit den Jugendlichen, habe die einbezogen in Projekte und das klappt schon sehr gut. Ja, danke, Frau Freihelke. Ja, wir haben etwas natürlich vergessen, aber alles geht nicht an so einem Abend. Und ich merke das hier beim Blick auf diesen Zettel, da steht auch dringend drauf. Und zwar, es geht um die Schaffung grüner Inseln, um Bänke, um Tischgruppen, um draußen sitzen. Und hier steht noch als Ergänzung dazu, gerade im Blick auf unsere südländischen Mitbürger, die genau das ja so schön gewohnt sind, unter südlicher Sonne draußen zu sitzen. Und auch das wäre natürlich für Lehe etwas. Und ich glaube, das packen wir auf die Liste für den Wunschzettel, Rainer. Was meinst du? Grüne Ecken zum Verweilen. Unsere südländischen Mitbürger, die machen das ja schon alleine. Die stellen einfach einen Stuhl vor die Haustür und setzen sich nach draußen. Ne? Ja, das machen die Deutschen nicht mehr. Ne? Ja, genau, aber die machen das immer mehr mit. Also das Leben in der Hafenstraße hat sich ja deutlich nach draußen verlagert. Ja. Das ist ja irre, die sitzen ja hier vorne bei dem Griechen fast bei Minustemperaturen nach draußen, um da zu essen. Also da hat sich auch, das hat der Deutsche ja früher überhaupt nicht gemacht. Und nein, jetzt sind da seine scheint Wolldecke. Scheint sich zu ändern. Mhm. Ja, ja, ja. Okay, aber das Thema Grün ist auf jeden Fall ein Thema. Ich würde nur auf einen ganz interessanten Aspekt hinweisen, wie man auch aufs Viertel gucken kann, nämlich rein geschäftlich. Und da gab es jetzt ja diese Einzelhandelsstudie, die sich auch mit den Stärken und Schwächen der einzelnen Stadtteile beschäftigt hat.
und die natürlich eine Menge Mängel in Lehe feststellen, auch in der Einzelhandelsstruktur, was sie mehr gebrauchen könnten. In einer Ecke gibt es 27 Bäcker und da hinten gibt es keine mehr, einen Schlachter gibt es gar nicht mehr, das müssen wir haben. Aber die sagen auch, die empfehlen Lehe als Stärke. Lehe solle sich als multikulturelles Zentrum in Bremerhaven profilieren. Und wir haben ganz viele Leute, Portugiesen zum Beispiel oder Türken, die sehr ganz tolle Cafés oder Geschäfte machen. Und das zu verstärken, das, was schon da ist, einfach noch weiter zu fördern und zu verstärken, das finde ich ganz wichtig. Ja, danke, Rainer. Jetzt noch eine Frage ins Publikum. Gibt es noch etwas? Oh, ja. Genau. Da gingen die Fragen hoch. Da war eben jetzt ein... Ja, Sie. Sie würden mit dem Mikro da eben hingehen, wenn Sie so nett sind, eben Ihren Namen zu sagen. Am besten mit Vornamen. Das ist uns Journalisten immer ganz lieb. Mein Name ist Dieter Albers. Ich wohne in Lehe. Ich bin immer überrascht, dass hier immer nur von der Goethestraße gesprochen wird. Das ist eigentlich eine Nebenstraße in Bremerhaven. Die Hauptstraße war früher mal immer die lange Straße und die andere Straße in Bremerhaven. Da ist jetzt verkürzt worden. Da fuhren ja alle diese ganzen Autos durch. Aber ich wollte auf der langen Straße mal hinkommen. Und ich wollte auch mal eben kurz sagen, dass Sie das, was Sie hier geschrieben haben, ganz klar zu erkennen ist, was Sie ausgegeben haben von der Zeitung, dass Bremerhaven-Lehe vergessen worden ist. Und zwar, Sie haben die lange Straße total falsch geschrieben hier. Es sind da viele Fehler drin. Es sind auch welche vergessen worden, die da erwähnt worden sind. Und darum möchte ich sagen, was in Bremerhaven-Lehe, also hier in der langen Straße verkehrt läuft und am Gefängnis sozusagen, da ist am Gefängnis zum Beispiel, da ist eine Straße, die Gaustraße, die ist ungefähr 100 Meter lang, dann kommt ein ganz großer toter Gang und dahinter fängt die wieder an und dazwischen, Sie fragten vorhin nach Müllabfuhr, da können Sie Müll massenweise abladen, nämlich zwischen der Gaustraße in Bremerhaven-Lehe und weiterhin nach Speckenbüttel. Da hat die Stadt mal vor 200 Jahren geplant, eine Straße zu bauen, hat es vergessen, die fertig zu machen. Und jetzt ist das eine Müllhalde. Es sind da keine Gärten mehr. Die Gärten mussten sie damals aufgeben. Und jetzt sind das nur noch alles Gärten für Müllberge, massenweise. Da abends durchzugehen, würde ich niemand raten, weil man da nicht sein möchte. Und Ihre Frage... An wen? Die Frage, ich habe was zugelernt, dass die Goethestraße hier wahrscheinlich die Hauptstraße ist. Das ist die lange Straße und auch die Stresemannstraße. Und da wollte ich dann eben noch was zu sagen. Ich habe diesen Zettel hier ja liegen. Und da möchte ich, was ich gerne wünsche, ist, was ich eben sagte, dass die Straße mal endlich fertig gebaut wird. Da, wo Seeberg am Markt früher mal war, ist eine Straße geplant, nie gemacht worden. Und da warten wir schon ungefähr 40 Jahre drauf. Mhm. Und was ich noch wünsche, möchte ich sagen, wir haben ja Hauptstraßen und Nebenstraßen. Die Hauptstraßen bitte nicht bekleckern mit den ganzen Flohmärkten. Einen nach dem anderen. Die nehmen den Fußweg ein, wir müssen auf die Straße raufgehen, weil der Flohmarkt immer weiter rausgeht. Jeden Morgen packen die alles aus. Lass sie doch in den Nebenstraßen rein, aber nicht in den Hauptstraßen. Die Hafenstraße ist fürchterlich, die lange Straße wird immer schlimmer. Einladen nach dem anderen nur noch Flohmarkt. Und die Leute gehen auf den Fußweg. Ja, kann und das finde ich nicht gut. Kann ich Ihnen darauf antworten, Herr Albers? Ja, Herr Albers. Also wir haben die Lehrserie in der Zeitung. Da haben wir natürlich drauf geachtet und die Grundidee war zu sagen, wir machen deutlich, dass Lehe nicht nur das Goetheviertel ist, sondern dass da noch ganz viele andere Bereiche dazu zählen. Nur für die Diskussion heute Abend, da haben wir lange drüber gesprochen. Sie merken, wie lange wir über das Goetheviertel und über die Probleme hier sprechen können. Eigentlich noch viel länger. Wir können uns nicht ganz Lehe vornehmen an solch einem Abend. Aber Ihre Anregungen können wir aufgreifen und was darüber schreiben. Ja, ganz herzlichen Dank.
Sie können vielleicht anschließend noch mal eben kurz, wie wir damit weiter umgehen können. Jetzt würde ich ganz gerne Frau Schmeckis das Wort geben. Ja, soll ich aufstehen? Also ich bin Anne Schmeckis, ich darf die Galerie Goethe 45 mit Ausstellungen bespielen, seit 3 Jahren, zunächst im Auftrag des Stadtplanungsamtes und jetzt mit Unterstützung perspektivisch der Stewuk. Wir haben ein tolles Projekt mit Bremen Ports, das muss ich nochmal hervorheben. Und auch das ist natürlich wichtig, so Projekte zu haben, wie der Hafen kommt nach Lehe. Ich würde gerne zur Goethestraße und dem Fokus darauf sagen, ich glaube, das hängt auch damit zusammen, dass die Presse überregional, vor allem das Goethe-Quartier, sehr niedergeschrieben hat. Und das Thema lautet ja heute Abend, Lehe ist besser als der Ruf, ne, der um Lehe geht. Meine beiden Wünsche, und da würde ich hinterher noch mal gerne ganz kurz etwas anschließen, wären einmal, dass die Nordsee-Zeitung diese positive Berichterstattung und zwar permanent weiterführt, das hatte Robert Bücking ja auch gesagt. Und mein zweiter Wunsch wäre auch, dass keine Marketingstrategien und Konzepte entstehen. Also ich finde, das Goethe-Quartier und all die anderen 6 Ortsteile, 7 sind es ja insgesamt, sind authentisch. Und die Arbeit, die wir da machen, auch selbst organisiert und zivilgesellschaftlich mit Unterstützung von vielen Seiten, die machen wir auch aus Liebe, also wirklich aus Liebe zur Stadt. Und das ist was anderes als eine Marketingstrategie. Und was mir an Herrn Turner sehr gut gefallen hat, ist, dass er nicht also dieses Renditedenken so weit nach vorne gebracht hat, dass er sehr liebevoll ist, dass er sehr ästhetisch auch vorgeht. Also wir sind ja auch Nachbarn und ich glaube, darum geht es. Darum geht es künftig. Also man kann nur mit bestimmten Mieten, ohne gleich an Rendite zu denken, auch die Menschen, egal wie, in das, also in das Quartier bringen. Was ich ganz zum Schluss noch sagen möchte, ich kann mir Stadtteilentwicklung überhaupt nicht ohne Kunst und Kultur vorstellen. Kunst und Kultur tragen zur Integration und eben zur Inklusion bei. Wir haben durch die Ausstellung und Kunst kommt natürlich, ohne dass man darüber spricht, auch bei den Menschen an. Die wissen, hier passiert was für uns auch. Und das trägt also zur Lebensqualität und zur Freude bei. Hier wird was für uns getan. Also das ist die Stimmung, die im Quartier vorherrscht. Und wir benötigen neue Beteiligungsformate. Also wir benötigen eine Beteiligungskultur, und dann höre ich auch auf, damit die sich zivilgesellschaftlich organisieren in dem Quartier und das vorhaben, das auch umsetzen können. Und das geht nur mit Geld. Also man braucht Geld oder Unterstützung, Förderung, Support, wie wir das auch nennen wollen. Und wir brauchen auch die Achtung. Wir brauchen die Achtung von Politik und von Seiten der Ämter, um das auch tun zu dürfen. Dankeschön. Dankeschön. Wir müssen jetzt langsam bitte eine kurze Frage stellen, rein aus zeitlichen Gründen. Okay? Sie und dann der Herr und dann da hinten. Ich bin Walter Ebenfeld, wohne im Viertel, habe den Hafen unter mir, aber anders als Herr Schnorrenberger. Ich habe ihn aus dem Fenster vor mir. Aber es ist was anderes. Was ich sagen wollte heute Abend, das geht mir auf Romantik in Bremerhaven. Es gibt ja Leute, die sagen, Bremerhaven hat keine Romantik. Und es ist auch ganz unmöglich, dass wir hier Romantik haben. Wissen Sie eigentlich, was wir für ein Juwel hier stehen haben? Man muss es nur entdecken. Ich meine jetzt hier den Wasserturm, den man jetzt, Sie sind bei einer Veranstaltung gewesen wahrscheinlich. Im Wasserturm. Ach, Losche. Die Losche, sagt man. Simon Loschen war ein ganz knorziger Junggeselle, der auch ganz arm gestorben ist. Aber der hat angefangen, in Bremerhaven Romantik zu bauen. Und wenn man jetzt diesen Wasserturm hier mal anguckt, dann habe ich gesehen, und zwar übers Internet gesehen, dass da Elemente drauf sind, die das berühmte Castel del Monte von 1250 von Kaiser Friedrich II. Wiedergibt. Und man sagt ja immer, es ist... Moment. Es ist Romantik, bezieht sich viel aufs Mittelalter.
Das ist ein anderer Zweig vom Mittelalter, als wir den gewöhnt sind, über die Gotik zu denken. Und man muss es nur entdecken. Und man, ich denke, es muss nicht alles übers Geld gehen, sondern es geht auch darüber, dass man die Sachen, die man hat, zeigt und dadurch Neugierde erzeugt. Ja, danke schön. Und über diesen Weg kann man auch die wirtschaftliche Seite verknüpfen. Wir können anschließend vielleicht gerne noch darüber unterhalten. Ich muss jetzt aber ein bisschen straighter hier durchgehen, weil die Zeit uns sonst davonläuft. Das ist ja wie beim Fernsehen, da kommt gleich die Tagesschau oder so. Ich will es wirklich versuchen, eine Frage zu stellen, Herr Schnorrenberger und Herr Turner. Sie haben, Herr Turner, gesagt, dass dieses Quartier einfach lebt von seinen tollen Häusern. Herr Schnorrenberger, ich habe das auf dem Zettel auch draufgeschrieben. Wie kriegen wir es hin, dass wir also auch zum Beispiel in solch einer Jahreszeit diese Häuser darstellen können? Ich glaube, wir brauchen viel mehr Licht hier an den Häusern, in der Straße. Haben wir da keine Chance, dadurch allein schon durch mehr Licht diesen Stadtteil zusätzlich aufzuwerten? Und ein Satz noch zum Loscheturm. Frau Breitlauch, das Gerücht geht ja hier rum und da wahrscheinlich ist auch viel dran, dass in ferner Zukunft oder in mittlerer Zukunft hier sich die Nordsee-Zeitung aus diesem Revier verabschieden wird, aus diesem Gebiet. Das finden wir natürlich sehr, sehr schade. Aber was passiert dann mit dem Gelände hier? Sie werden mir nicht zutrauen, dass ich darauf antworten kann. Das fällt jetzt nicht in meinem Bereich und vielleicht kann anschließend noch darüber gesprochen werden. Ja, also Sie haben das als Wunschzettel formuliert, den Zettel habe ich hier gefunden und gleich, wir haben ja alle Zettel mit Wünschen eingesammelt und die sollen ja auch noch in der Nordsee-Zeitung veröffentlicht werden, damit wir gucken können, was ist daraus geworden. Ne? Wie kann man diese Wünsche praktisch umsetzen? Und um das also auch ein bisschen nachhaltig in Gang zu halten, genauso wie die Diskussion um Lehe. Okay? Da und eine noch. Da. Mikro ist schon an. Andrea Christiansson, guten Abend. Meine Frage wäre, wir konzentrieren uns sehr viel auf junge Leute, auf Studenten und versuchen die hier sich heimisch fühlen zu lassen. Wir fragen uns, warum wohnen so viele Leute im Landkreis, die eigentlich in der Stadt auch wohnen können. Wäre es nicht auch eine wichtige Funktion, mal an die ehemaligen Babyboomer zu denken, die jetzt in unserem Alter sind, die vielleicht gerne in die Stadt ziehen würden, die dafür sorgen, dass die Preise im Columbus Center zum Beispiel enorm hoch sind. Warum wollen die ins Columbus Center? Weil dort Fahrstühle sind, weil dort alles da ist. In der Stadt ist alles vorhanden, was ältere Generationen brauchen. Die Wege sind kurz, die Nahverkehrsversorgung ist sehr gut, aber was fehlt, ist Wohnraum, der barrierefrei ist. Und ich finde, dass viele unserer Altbauten, wie zum Beispiel auch in Grünhöfe, habe ich das, glaube ich, gesehen, mit Laubengängen und Fahrstühlen versorgt wurden, wäre sowas nicht in Bremerhaven-Lehe auch denkbar, um auch eine Bevölkerungsgruppe reinzuholen, die teilweise gute Renten bekommt und eventuell dann auch ein anderes Niveau teilweise bringt. Dankeschön. Herzlichen Dank. Sie sehen, Herr Schnorrenberger hat sofort den Kugelschreiber gezückt und sich dazu eine Notiz gemacht. Letzte Frage. Herzlichen Dank dafür. Wichtige Anregung. Und noch einmal das Mikro. Barrierefreies Wohnen. Geht eigentlich gar nicht mehr anders, oder? Mein Name ist Jutta Schmidt. Ich wohne im Wohnprojekt in der Goethestraße 43 und wohne schon seit 40 Jahren in Lehe und wohne ganz gerne hier. Nur, es gibt für uns einen großen Störfaktor und das ist der Lärm. Wir wohnen gegenüber vom Lehetreff, das ist eine Kneipe, die also für uns ganz, ganz unangenehme Auswirkungen hat. Es ist da sehr, sehr laut oft, wir haben schon öfter die Polizei benachrichtigt, es sind Schlägereien da, also das beeinträchtigt unser Wohnen in der Goethe 43 sehr. Und da ist jetzt unsere Frage einfach, wir fühlen uns da ein bisschen ohnmächtig, also weil wir schon sehr oft die Polizei benachrichtigt haben und so weiter. Es ist eine Kneipe, das Lehetreff, wo also keine deutschen Mitbürger verkehren, sondern
die besetzt ist von Zuwanderern. Ich habe überhaupt nichts gegen Zuwanderer. Aber diese Auswirkungen, dieser Lärm und diese Prügeleien und diese Alkoholexzesse, also die sind für uns ausgesprochen negativ. Und da wollte ich jetzt das einfach mal fragen, was man da tun kann. Ja, körperliche Auseinandersetzung, Lärm und Alkohol und ich sag mal Körperverletzung auf der Straße, das ist auch etwas, was uns nervt, kann man ganz klar und eindeutig so sagen. Das sind Probleme, die uns in verschiedenen Bereichen Lies tüchtig beschäftigen. Ich kann Ihren Unmut da verstehen. Wir haben zum Teil Menschen, die eigentlich relativ resistent gegen Polizeieinsätze sind. Das ist auch ein Fakt und auch ein Ding, an dem wir arbeiten müssen. Und häufig ist das Einschreiten dann geprägt durch Kommunikationsprobleme, durch völlig andere Normen, anderes Normenverständnis und wenig Verständnis für Sorgen und Nöte von Anwohnern. Das muss man kommunizieren, das ist nicht nur unsere Aufgabe. Wir sind in diesem Augenblick einfach nur diejenigen, die den Konflikt beenden müssen. Und anschließend muss man sehen, wie man dann versucht, solche Situationen anders im Ortsteil zu handhaben. Ich kann Ihren Frust verstehen. Uns sind rechtlich die Hände gebunden. Wir melden entsprechende Verstöße an das zuständige Ordnungsamt. Und das ist ein sehr ausgesprochen langwieriger und schwieriger Prozess, da überhaupt möglicherweise dann Schließungszeiten per Verwaltungszwang zu verordnen. Wenn Menschen Alkohol getrunken haben, neigen sie häufig zu Konflikten und die tragen sie auf der Straße aus. Und das ist immer ein Konflikt, wo wir dann auch gerufen werden. Und da gibt es einige von im Viertel, das stimmt tatsächlich. Aber Herr Böcking, vielleicht haben Sie da ja noch so die eine oder andere Erfahrung, wie man das noch besser hinkriegen kann. Also wir haben Verständnis dafür, dass Sie das nervt, so, und dass Sie die Polizei anrufen, ist völlig in Ordnung. Und wenn Sie in Ihrer Ruhe gestört werden, melden Sie sich. Aber wir sind nur diejenigen, die im Augenblick vielleicht eine Situation beruhigen können, aber anhalten müssen andere Instrumente da greifen. Ich glaube, da ist Quartiersmanagement gefragt, da ist Kommunikation gefragt und Normenverdeutlichung ist da auch gefragt. Und was stört eigentlich andere? Okay, wir wollen das nicht mehr weiter. Vielleicht können Sie gleich noch mal ein bisschen Zwiesprache halten. Aber die große Veranstaltung müsste ich jetzt zu Ende bringen und das würde ich gerne tun mit einer Schlussfrage und der Hoffnung, dass es darauf einen einzigen Satz gibt. Ich fange mal mit Herrn Schnorrenberger an. Was nehmen Sie für die BIS mit, was Sie für Lehe tun können? Frage bekommt jeder gestellt oder nur ich? Nein, jeder. Gut, okay. Aber nicht so viele Kommas. Ja, ja, ein Satz. Mit unseren Instrumenten versuchen die positiven Aspekte, die ich heute, also die ich schon teilweise kannte, aber die ich heute auch nochmal pointiert gehört habe, zu unterstützen. Und ich muss aber noch einmal auf das Thema Marketing eingehen, Frau Schmeckis. Auf der einen Seite sagen Sie, die Ansätze, die es in Lehe gibt, die gehen nur mit Geld. So, das öffentliche Geld ist aber begrenzt, das ist leider so. Und darum müssen wir auch die positiven Aspekte und Seiten und Chancen, die es in Lehe gibt, kommunizieren, damit wir Leute davon überzeugen, sich dazu engagieren, mit privatem Geld. Und das machen wir mit Marketingaktivitäten. Und wenn Sie sagen, das sollen wir nicht tun, das entwickelt sich nur von innen heraus, dann wird das nach meiner persönlichen Einschätzung sehr viel länger dauern. Machen wir gleich. Gut. Okay. Also da sind Bistrotische und da kann man wunderbar weiter diskutieren und sich auch in die Haare kriegen. Herr Schmeckis, was nehmen Sie Neues mit aus dieser Veranstaltung heute? Ich kann nicht sagen, dass ich was Neues per se mitnehme. Was ich aber auf jeden Fall mitgekriegt habe, ist eine Auffrischung von meiner positiven Grundeinstellung und meinem Glauben daran, dass wir das Ruder rumgerissen kriegen. Das nehme ich erneuert mit und es ist auch für mich und ich weiß auch für viele andere hier in ihrer Arbeit wichtig, dass das regelmäßig passiert, also dass man sich rückversichert, dass der Glaube daran immer noch da ist und das nehme ich mit. Große Ermutigung. Frau Habelka, ein Satz, was haben Sie Neues erfahren? Was nehmen Sie mit, was ist das Nächste, was Sie angehen?
Also auf jeden Fall nehme ich das große Interesse mit von den Menschen, die heute Abend hier waren, aber vor allen Dingen auch mich weiterhin und noch viel mehr und auch im nächsten Jahr auch vor allen Dingen in der Hafenstraße zu engagieren und die Leerstandsentwicklung und Zwischennutzung zu ermöglichen. Und das ist mir heute nochmal bestätigt worden und in welcher Form auch immer, das wird abhängig von den Interessenten sein, die da mitmachen möchten auch. Aber mit Unterstützung der Wirtschaftsförderung? Mit Unterstützung der Sind Sie ermutigt, weiter Häuser in Schwung zu bringen, Läden unten einzurichten, Studenten mit einzubeziehen? Was nehmen Sie mit, Herr Turner? Also grundsätzlich bin ich ermutigt. Funktioniert? Wunderbar. Und ich habe mal gesagt, wo ich hier hinging, ich werde 12 Jahre hier bleiben, ich werde 12 Jahre im Endeffekt arbeiten und werde mich nach den 12 Jahren, das ist sozusagen im chinesischen Kalender, gibt es alle 12 Jahre ein neues Sternzeichen, die wiederholen sich dann. Nach den 12 Jahren werde ich mich umdrehen und sagen, habe ich es richtig gemacht? Das kann ich, man kann das auch nicht als Immobilienmensch vorher sagen, man braucht, was wir im Alter haben, den langen Atem dazu. Und wenn ich jetzt sage, das ist alles so, nicht so, wie ich es mir vorstelle, muss ich eben halt hingehen und Sachen, die ich mir vorstelle, ändern. Und dass das nicht von heute auf morgen passiert, darüber sind wir uns, glaube ich, heute auch alle einig geworden. Und man braucht eine gewisse Zeitschiene, um das zu ändern. Aber ich sehe das Viertel, gerade eben halt das Goethe-Quartier, als ein Viertel mit einer sehr hohen Zukunft, was nur entdeckt werden muss. Mhm. Und was jetzt am Beginn steht, entdeckt zu werden. Mhm. Rainer, ein Satz von dir. Wie geht es für dich oder deine Tätigkeit als Redakteur weiter? Wo setzt du den nächsten Akzent? Ja, die Nordsee-Zeitung wird weiter dazu beitragen, die positiven Tendenzen im Stadtteil, die Arbeit der Menschen dort, die was verändern wollen, zu unterstützen und im besten Falle auch denjenigen wieder Hoffnung zurückgeben. Herr Bücking hat das Selbstwertgefühl genannt, die schon in der dritten, angeblich schon in der vierten Generation von Sozialhilfe leben, wo die Kinder den Vater und den Großvater nie haben arbeiten sehen und die überhaupt keine Motivation haben, zur Arbeit zu gehen. Die haben sich in ihrem Elend eingerichtet, denen die Hoffnung zurückzugeben und die Gewissheit, dass sie etwas an ihrem Leben selber ändern können, wenn sie es nur wollen. Das wäre schön. Das wäre toll. Herr Götze, vielleicht, ich würde unserem Gast aus Bremen gerne das Schlusswort geben, weil er kann so schön Geschichten erzählen. Herr Götze, die Frage ist, aus polizeilicher Sicht, was können... Gibt es eine besondere Anstrengung, die Sie noch draufsatteln können, um Lehe sicherer zu machen in puncto Lärm oder Kriminalität? Ich kann mich da nur wiederholen. Ich habe immer die ganze Stadt im Blick, weil ich denke, man kann jetzt das gar nur nicht... Jetzt nur Lehe, nur Lehe, ja, nur Lehe. Ja, da komme ich gleich zu. Man kann das nie isoliert betrachten aus Sicherheitsaspekten, das, weil... Die laufen ja auch weg. Nein, weil die Dinge sich immer in benachbarte Bereiche auswirken. Das haben Sie vorhin selbst schön dargestellt. Es gibt ja auch den Klushof und so weiter und so weiter. Wir sind sehr stark präsent im Stadtteil Lehe. Wir haben dort einen Schwerpunkt gesetzt in den letzten Jahren aufgrund der verschiedenen Problematiken. Dabei bleiben wir auch. Und was wir draufsetzen können, ist eigentlich die Bürger aufzurufen, mit uns zu kommunizieren und uns zu sagen, wo der Schuh denn drückt, damit wir helfen können. Danke für das gute Schlusswort. Jetzt kommt Herr Bücking und sagt uns nochmal, und vergesst nicht, was dürfen wir nicht vergessen, was ist zu tun? Schreiben Sie uns nochmal was ins Stammbuch. Eins sage ich noch. Das ist mir eingefallen, als Sie Ihre Sorgen damit den lauten Nachbarn erzählt haben, die nachts da feiern. In diesem Stadtteil, aus dem ich komme, war das Nachtleben ein sehr, sehr wichtiger Faktor für die Entwicklung. Die jungen Leute aus der ganzen Stadt und aus der Region sind zu uns gekommen zum Feiern, haben auch Kultur produziert, haben die Freiräume genutzt. Das war eine Zeit lang auszuhalten, irgendwann auch total nervig.
Die gleichen Leute, die vorher das gut fanden, waren später alt und empfindlich, hatten Kinder. Aber den Konflikt am Schluss auszubalancieren und trotzdem Respekt davor zu haben, dass es dieses große Bedürfnis gibt, in der Nacht seinen Spaß zu haben. Wenn ihr dafür Spielräume in diesem Stadtteil findet, das wäre ein wichtiger Tipp. Und der letzte Satz, den ich sagen wollte, war, ich bin hier heute so tollen Leuten begegnet, mir ist um Lehe nicht bang. Danke. Ich sage Dank an alle, die hier mit mir auf dem Podium saßen, und ich sage einen ganz besonderen Dank, dass Sie hier so großes Interesse gezeigt haben, so aufmerksam waren und dass es mit Ihnen sehr viel Freude gemacht hat, diese Veranstaltung hier vorne durchzuziehen. Dankeschön und kommen Sie gut nach Hause.